Guten Abend, liebes Publikum. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu den 15. Oh, das halt aber doll, oder? Geht das? Ja? Okay. Dann begrüße ich Sie trotzdem zu den 15. jungen Architekturgesprächen, die hier in Hamburg stattfinden. Nicht die 15. überhaupt, sondern die 15. hier in Hamburg tatsächlich. Und mein Name ist Anne Zuber. Ich bin Chefredakteurin des Magazins Häuser. Wir beschäftigen uns seit 40 Jahren mit herausragender Wohnarchitektur und loben dazu übrigens auch seit 20 Jahren einen Wettbewerb aus. Wenn Sie also in Ihrer Schublade noch ein herausragendes Wohnhaus liegen haben, dann sollten Sie es bald hervorziehen und bei uns einreichen. Ich habe die Freude, Sie heute Abend hier durch diesen Abend zu geleiten, der sich mit Hospitality beschäftigt, also mit architektonischen Konzepten für Tourismus, Hotellerie, Kurzzeitwohnen. Wir werden dazu drei Vorträge hören. Beginnen wird Annette Wagner von Barco Leibinger, dann wird Frau Annette Gregorius von Serviced Apartments sprechen und als dritten Vortrag hören wir dann Peter Pichler von Peter Pichler Architecture. Ja. Wir werden nach den Vorträgen Gelegenheit haben, ein bisschen darüber zu sprechen, über das, was wir gehört haben, vielleicht auch über das, was wir nicht gehört haben. Und ich kann Sie alle nur ermutigen, dann auch Fragen zu stellen. Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Wenn wir das dann gemacht haben, dann gehen wir runter und essen und trinken. Dazu hören wir gleich noch was, ein sehr wichtiger Teil der jungen Architekturgespräche. Ermöglicht wird das alles, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, von Jungen, die sich seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben haben, allen Themen, die Architekten und Architektinnen bewegen, eine Bühne zu bieten. In Form dieser jungen Architekturgespräche, in Form von Podcasts geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, zum Netzwerken, zum sich austauschen, Wissenstransfer zu leisten. Und weil das so ist, gebe ich jetzt als allererstes mal das Mikrofon wieder an Katharina Beatrice Wager. Sie leitet den Key Account Management Hospitality bei Jung. Und an Wiebke Becker. Sie leitet, das ist wieder so ein langes Wort, Key Account Management Architektur bei Jung. Und sie werden sie hier nochmal begrüßen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, verehrte Gäste. Lieben Dank, Anne Zuber. Unsere Namen haben Sie jetzt schon gehört, das müssen wir jetzt ja nicht nochmal sagen. Wir sind aber von Jung und dürfen Sie hier vor Ort in der Freien Akademie der Künste in Hamburg und an den Bildschirmen zu Hause ganz herzlich willkommen heißen zu den 50. Jung-Architekturgesprächen. Ja, wir haben ein Jubiläum, Anne hat es schon gesagt, wir dürfen das 15. Mal hier in Hamburg zu Gast sein und daher freuen wir uns sehr, meine Kolleginnen, meine Kollegen und ich uns Sie hier an diesem besonderen Ort begrüßen zu dürfen. Und damit Sie jetzt auch wissen, wer alles zu uns gehört, möchte ich Ihnen die ganz kurz vorstellen. Das ist einmal Nicole Heppner, die ist da ganz hinten. Uwe Bresan, Uwe ist wahrscheinlich noch vorne. Dennis Togut. Stefan Reinkemeyer, da, schön, dass du da bist. Jürgen Kitz. Und Wolfram Geißler, dich habe ich auch gesehen, da bist du. Schön, dass ihr da seid. Sie haben es jetzt schon gehört, wir freuen uns später bei einem Glas Wein gemeinsam nochmal anstoßen zu dürfen. Das Essen, wir haben auch fürs leibliche Wohl gesorgt, da braucht jetzt keiner Sorgen haben, dass Sie hier verhungern heute. Und der heutige Abend steht unter dem Motto »Durch die Nacht mit«. Und was es genau damit jetzt auf sich hat, das erläutert Ihnen meine Kollegin Katharina. Wem von Ihnen kommt denn dieser Titel bekannt vor, Durch die Nacht mit? Kennt das jemand? Sind dann die, genau, richtig. Wir haben eine Anleihe an der Arte-Produktion Durch die Nacht mit genommen. Und dann bei dieser Sendung, Sie kennen es, werden immer zwei Prominente aus der Kunst und Kultur zusammengeführt und die fahren durch die Nacht zusammen, gemeinsam um fremde Städte zu erkunden. Und so ähnlich geht es auch unseren heutigen Gästen, die mit ihren Büros und Ideen die Hotelimmobilien gestalten und damit prägen. Wie ein Stück Heimat, aber auch irgendwie Erlebnisse auf Zeit
geschaffen zu werden. Und passend zu den jeweiligen Anforderungen und natürlich auch zu den Budgets. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Heute Abend lassen wir uns inspirieren und also wie aktuelle Hotelprojekte zum Beispiel aussehen und wie Trends und Entwicklungen in der Hotelbranche eigentlich diskutiert werden. Begrüßen Sie mit mir Peter Pichler vom Büro Peter Pichler Architecture aus Mailand. Peter, du sitzt irgendwo, genau hier. Annette Wagner vom Architekturbüro Barco Leibinger aus Berlin, du sitzt auch hier vorne. Und Annette Gregorius von Apartment Service aus Berlin. Eine Anne, eine Annette und eine Annette. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gemerkt haben. Herzlich willkommen. Da dürfen Sie genau. Klatschen. Eigentlich läuft hier so ein Applausschild durch, ne, für die Gäste zu Hause vor den Bildschirmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an die Referentinnen und Referenten des heutigen Abends. Schön, dass ihr hier seid. Nicht nur die Ideen, Konzepte und Visionen für das Hotelerlebnis von morgen inspirieren uns, denn die Einblicke, die wir im Dialog mit Ihnen gewinnen, sind wirklich wichtige Impulsgeber für uns. Jung ist eine Architektenmarke. Auch deshalb fördern wir den Austausch mit der Disziplin. Und das beginnt bei den Veranstaltungen wie den heutigen jungen Architekturgesprächen, setzt sich fort in zahlreichen Aktivitäten wie unserer Podcast-Reihe, den Lectures, in Webinaren und auch Referenzprojekten sowie in zahlreichen Kooperationen, die wir national und international pflegen. Um diesem vielfältigen Engagement einen Ausdruck zu verleihen, dafür steht Jung Loves Architecture. Und wir laden Sie ganz, ganz herzlich ein, folgen Sie uns doch auf Instagram, denn dann bleiben Sie über all unsere Aktivitäten informiert. Und das lohnt sich. Schauen Sie doch mal gerne rein. Wir ordnen es bei uns, bei Jung, als eine Unternehmensverantwortung an, Architektur und Baukultur zu unterstützen und vor allem positiv zu prägen. Denn nur durch wertige sowie ästhetische Materialien und Produkte, also auch so kleine wie den Lichtschalter, kann eine architektonische Idee umgesetzt werden. Architektinnen stehen mit Leidenschaft für ihre Ideen und deren Umsetzung und wir teilen genau diese Leidenschaft. Im Dialog mit Ihnen geht es aber auch darum, unser Wissen und unsere Lösungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ja, und so wie Sie das in Ihren Projekten tun, so entwickeln auch wir uns bzw. die Lösung von Jung sich auch ständig weiter. Und hierzu stellen wir Ihnen jetzt unser neues System vor, Jung Home, das als Missing Link zwischen der klassischen Installation und Smart Home Lösung betrachtet werden kann. Ein einfaches System, mit dem Gebäude sowohl im Neubau wie auch im Bestand smartifiziert werden können. Vollständig, in Teilen, skalierbar und dazu weder mit Internet noch mit Server. Das Schalten hat sich in den letzten 100 Jahren nicht wesentlich verändert. Es gibt einen gemeinsamen Nenner dafür, das ist der Strom, denn ohne Strom funktioniert gar nichts. Meistens ist uns das nicht so wirklich bewusst, aber es würde kein Licht, keine Heizung und auch keine Wärmepumpe funktionieren. Wir haben derzeit einen Bestand von 19,3 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland. Die Gebäude befinden sich elektrisch auf dem Stand von 1970. Da gab es noch kein Internet. Das gilt auch für unsere Quartiere, die meistens noch nicht vernetzt sind. Warum ist das eigentlich so? Der Verbrauch von Energie, der wird uns am Jahresende bewusst, nämlich genau dann, wenn der Stromzähler manuell abgelesen wird und im Anschluss die Abrechnung ins Haus kommt. Ja, und um das zu ändern, ist wahnsinnig viel Geld notwendig. Und wir haben ja auch Themen wie die Klimaneutralität und die CO2-Minimierung. Und es geht darum, Gebäude zukunftsfähig zu machen. Und die Frage stellt sich halt, in welchem Zeitraum kann das eigentlich gelingen? Ein weiterer Aspekt ist der Fachkräftemangel. Das spüren wir und Sie wahrscheinlich auch ganz häufig. Und die Frage stellt sich dann, was ist denn die Lösung dafür? Denn das Handeln von Menschen, dass sich das verändert, ist ja meistens nur schwer möglich. Die Lösung muss also einfach sein, denn sonst werden auch Fachhandwerker das nur sehr ungern anfassen. Fortschritt ist der Weg von der primitiven über die komplizierte
zur einfachen Lösung. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Denn jeder Fachhandwerker kann Schalter und Steckdosen installieren. Heute haben wir 90% der Installationen, die konventionell ausgeführt werden. Die Planung erfolgt frühzeitig auf Basis von Grundrissen. Das kennen Sie aus Ihrer Arbeit. Damit ein Gebäude aber intelligent, sicher und energieeffizient ist, muss es vernetzt sein. Und die Herausforderung lautet, die Bestandsimmobilien mit vorhandenen Leitungen und Installationen zu smartifizieren, also dass wir die Gebäude zukunftsfähig ausstatten können. Das Schöne ist, in jedem Haus liegen ja bereits Kabel. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, wie kann das denn gelingen? Das zeige ich Ihnen jetzt. Es ändert sich gar nicht so viel. Sie kennen alle mechanische Schalter, die werden ganz einfach ausgetauscht gegen elektronische Schalter. Wir nennen das Systemeinsätze. Und die Abdeckung, auch hier sehen Sie kaum einen Unterschied zwischen einem mechanischen Schalter und dem elektronischen Schalter. Da kommt ein elektronischer Aufsatz dann auf das Gerät. Und damit bieten wir die digitale Infrastruktur für den Bestand. Es muss also keine neue Installation gelernt werden. Die Systemeinsätze werden wie gewohnt montiert und das sind 80.000 Fachhandwerker, die das können. Alles wird klassisch geplant, verkabelt und installiert. Die Abdeckungen werden einfach aufgesetzt und die Funktion ist mechanisch sofort gegeben. Das Ganze funktioniert ohne Server- und Internetanbindung, das heißt, die Daten bleiben in den eigenen vier Wänden und sind sicher vernetzt. Ja, wie machen wir das? Das Ganze funktioniert über Bluetooth Mesh. Sie kennen Bluetooth aus dem Auto, das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo sich zum Beispiel Ihr Smartphone mit dem Navigationssystem verbindet. Hier ist es so, dass sich die Komponenten untereinander verbinden und auch gleichzeitig als Repeater dienen, das heißt, die geben das Signal immer weiter. Alle Daten sind sicher, sie sind mit 128 Bit verschlüsselt und das entspricht dem Bankenstandard. Das System funktioniert lokal ganz einfach mit der App und dafür ist für die Inbetriebnahme auch lediglich ein Smartphone notwendig. Jetzt schauen wir uns nochmal die intelligente Steckdose an, denn wir haben die erste wirklich weltweit intelligente Steckdose entwickelt, die es am Markt derzeit gibt. Das Gute ist, dass sie nämlich mit Energieverbrauchsmessung, Lasten-, Zeit- oder auch tarifabhängiger Schaltung hinterlegt werden kann. Und tarifabhängige Schaltung ist noch Zukunftsmusik, aber das wird auf jeden Fall kommen. Sie ist schaltbar über die App, über einen Taster oder an der Steckdose selber und kann eben mit Zeitprogramm oder Timer-Funktion auch hinterlegt werden. Und wir haben das Ganze natürlich so entwickelt, dass ein Gebäude auch allumfänglich ausgestattet werden kann, nämlich mit smarten Raumthermostaten, also auch für unterschiedlichste Heizungen bieten wir da die entsprechenden Lösungen. Wir haben die kabelgebundenen Taster, das hatten wir eben schon mal uns angeschaut. Es gibt auch kabellose, die also an Stellen noch nachträglich aufgeklebt werden können, wo vielleicht noch keine Leitung vorhanden ist, die dann batteriebetrieben funktionieren. Und hier sehen Sie jetzt, wie einfach die Steckdose über den Taster in Betrieb genommen werden kann. Das ist hier sehr schön zu sehen. Ja, und selbstverständlich gibt es auch smarte Bewegungsmelder oder auch Präsenzmelder, wo der Erfassungsradius ganz schön über die App eingestellt werden kann. Und alles, was wir jetzt bis hierhin gesehen haben, da bleiben die Daten in den eigenen vier Wänden. Also kein Internet und kein Server ist notwendig. Wenn ich aber in die Sprachsteuerung gehen möchte, dann ist ein Gateway notwendig und damit kann ich über Alexa oder Google Assistant eben auch in die IoT-Welt gelangen und habe hier den Zugang zum Beispiel zu Mediola. Das sind ein Zusammenschluss von über 150 Herstellern, wo ich diverse smarte Funktionen dann auch einbinden kann oder auch zu Samsung SmartThings. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und ich hoffe, das ist uns jetzt gelungen, dann Sie noch Fragen haben, dann stellen Sie uns die gerne im Anschluss. Auch wenn Sie etwas zu Kosten wissen möchten, und das wissen wir aus den Gesprächen, dass das wahrscheinlich auch ein ganz interessantes Thema sein wird, dann können wir das auch im Nachgang gerne noch besprechen. Ich denke, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich jetzt sage, wie wichtig neue Impulse und Inspiration für den jeweiligen Job sind und welchen großen Wert
persönliche und berufliche Netzwerke für uns alle haben. Und an dieser Stelle herzlichen Dank allen, die zum Gelingen beitragen. An Sie, liebes Publikum, an unsere Gäste, aber auch die vielen Helfer hinter den Kulissen, denn ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber nun geht's los und wir übergeben wieder an Anne Zuber, die uns jetzt durch den weiteren Abend führen wird. Herzlichen Dank. Applaus. Ja, also ich bin keine Architektin. Ich habe Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert, aber ich beschäftige mich natürlich beruflich sehr stark damit, wie Räume Menschen beeinflussen, welche Wirkungen sie haben und wie Gebäude unsere Umgebung formen. Und ich stelle mir die Bauaufgabe Hotel wirklich als eine der spannendsten vor. Jeder von uns hat, glaube ich, gleich so ein Kaleidoskop von Bildern im Kopf, wenn man das Wort Hotel nur hört. Also ich denke dann an in die Jahre gekommene Grand Hotels, so große Schuppen mit millionenfach gebohnerten Parkettböden und verblichenen Damastvorhängen irgendwo in den Alpen, wo man sich dann fühlt wie eine Figur in einem Thomas Mann-Roman, oder amerikanische Motels mit so diesen ganz schrecklichen Teppichen in so Landschaften, wo diese, wie heißen diese runden Dinger, die da immer so über die Wüste, dieses Gras, Witches, irgendwas, ja, die da so lang fliegen und wo man sofort an Horrorfilme sich erinnert. Oder Designhotels, wo die Waschbecken neben das Kopfende des Bettes geschraubt werden und man bei den Duschen nie weiß, welchen Hebel man drücken muss, damit diese verdammte Regendusche nicht angeht, weil man will ja gar nicht Haare waschen. Und Duschhauben gibt es natürlich in Designhotels nie. 525 Zimmer bringt er unter, und das sind natürlich auch eine Menge Gäste, die da vorbeikommen, und das kann, glaube ich, sehr belebend sein in so einer Gegend wie Neukölln, aber vielleicht anderswo auch gerade nicht so schön, wenn so viele kommen. Hotelarchitektur hat wirklich großartige Orte geschaffen, Seebäder wie Bath, Binz oder Kurorte wie Bad Pyrmont. Man beachte die Alliteration, ich habe mir Mühe gegeben. Aber natürlich auch so ganz schreckliche Schuppen wie also eben diese erwähnten Birken-Resopal-Oberflächen-Dinger, die keiner von uns länger bewohnen möchte. Ich freue mich jetzt darauf, mit Ihnen zusammen mehr darüber zu erfahren, wie gute Hotelarchitektur heute aussieht. Den ersten Vortrag, den wir dazu hören werden, den hält Annette Wagner. Sie ist Teamleaderin Interior bei Barco Leibinger. Ich glaube, das Büro Barco Leibinger muss man wohl kaum ausführlich vorstellen. Ich tue es in aller Kürze. Gegründet 1939 von Regine Leibinger und Frank Barco, Regine Leibinger aus Stuttgart und Frank Barco aus Kansas, die sich während ihres Masterstudiengangs an der Harvard Graduate School of Design kennengelernt haben. Das Büro hat heute 90 Mitarbeiter, glaube ich. Stimmt das? 90? Ja, 90. Ist mit unfassbar vielen Auszeichnungen bedacht und hat sich vielleicht in allererster Linie einen Namen gemacht mit herausragender Unternehmensarchitektur. Nicht zufällig, glaube ich, Regine Leibinger stammt aus einer Familie, die das international tätige Unternehmen Trumpf führt, und Barco Leibinger arbeiten praktisch seit ihrer Gründung oder kurz danach daran, unterschiedliche Gebäude bis heute für die wachsenden Bedürfnisse des Unternehmens zu bauen, von der Kantine über den Kindergarten zur Fertigungshalle, sodass inzwischen ein Trumpf-Campus entstanden ist oder, wie Frank Barco gesagt hat, ein Industrial Village. Haben natürlich auch ganz andere Sachen gebaut. Auch, ich glaube, ein Meilenstein war auch die Biosphäre in Potsdam und markant Tourtotal in Berlin für den gleichnamigen Mineralölkonzern. Regine Leibinger sagt, wir haben keinen Stil, wir haben eine Haltung. Und auf jeden Fall haben Sie, glaube ich, eine riesige Expertise für das Übersetzen von sehr komplexen Raumaufgaben in ganz klare Architektur. Wie Ihnen das bei der Planung des Estrel Towers in Berlin gelingt, das werden wir jetzt von Annette Wagner hören, die seit 17 Jahren bei Barco Leibinger beschäftigt ist, übrigens eine gebürtige Berlinerin.
Sie ging nach ihrem Studium nach New York. In Berlin hat sie studiert, sie ging dann nach New York und hat mir im Vorgespräch erzählt, wie es dazu kam, dass sie jetzt Teamleiterin Interior bei Barco Leibinger geworden ist, wobei sie eigentlich studiert hatte und sich viel mehr für Stadtplanung interessiert hat. Aber sie sagt, in New York, da gibt es nur entweder diese riesigen Projekte oder diese ganz kleinen, und bei denen gehört dann das Nachdenken über Räumen automatisch dazu. Ich bitte Sie ganz herzlich, geben Sie Annette Wagner einen Applaus. Ja, vielen Dank an Anne Zuber für die Vorstellung. Vielen Dank auch an Jung, an Katharina, Wiebke und Uwe für die Einladung hier. Das Thema des Abends ist durch die Nacht, und mein Thema dazu ist der Estrel Tower Berlin. Davor nochmal ein Blick in unser Büro. Hier sehen wir auch Regine Leibinger und Frank Barco, und wir sehen unser Büro in Berlin. Hier rechts sieht man den Estrel Tower als Modell mit so Fassadenstudien. Und das ist so ein bisschen so ein Einblick, wie wir arbeiten. Es gibt immer viel Material, es gibt Modelle, es ist alles immer zum Anfassen. Das ist ganz wichtig. Das sind unsere Büro- und Projektstandorte weltweit. Wir sind in Berlin, wir sind in Stuttgart-Ditzingen. Wir arbeiten natürlich auch viel in Süddeutschland, in Europa, und arbeiten jetzt und gerade in den letzten Jahren auch viel in den USA an diversen Standorten. Und hier unsere Kunden. Das haben wir ja auch eben schon gehört, wir sind gar nicht so die Hospitality, die Hotelarchitekten. Eigentlich kommen wir aus dem Industriebau und aus dem Maschinenbau, und eben die Corporates, das sind eigentlich so unsere typischen Kunden. Und das prägt natürlich auch unseren Zugang zum Hoteldesign. Also, was machen wir, wenn wir keine Hotels bauen? Das ist ein Ausschnitt aus einem ganz tollen Film. Trumpf Industrial Village ist dieses Jahr gedreht worden, von 9 Sekunden. Und es geht eben um diesen Trumpf Campus in Ditzingen. Und was man in diesem Film auf eine ganz tolle Art und Weise darstellen kann und zeigen kann, ist unser Entwurfsansatz, also dieses Denken in verschiedenen Skalierungen und Dimensionen. Kein Stil, sondern eine Haltung. Das war eben ganz toll gesagt schon in der Einführung. Und also das ist ein Tagesverlauf am Campus, man sieht das Arbeiten, aber man sieht eben auch das soziale Leben, das dazu gehört, die Fitness, das Essen in der Kantine. Und es ist so eine Komposition, ein Mikrokosmos, Makrokosmos, Mensch und Maschine, wie das so alles zusammenkommt. Jetzt doch ein Hotel, das Green City Hotel in Freiburg-Vauban, fertiggestellt 2013. Das war damals schon ein ganzheitliches ESG-Projekt, also ein nachhaltiges, ökologisches Gebäudekonzept und auch eine soziale, integrative Ausrichtung im Betrieb des Hotels. Hier im Lageplan, das sind zwei Bauteile. Das eine ist das Wohnen und Gewerbe, und dann eben auf der rechten Seite zur Kreuzung hin das Hotel. Hier das Gebäude- und Fassadenkonzept. Es gibt diese Holzfassaden, Low-Tech-Fassaden mit aktivem Sonnenschutz und einer Finnenfassade auf der Nordseite. Auf der Südfassade kommt nochmal eine grüne Fassade als zusätzlicher vegetativer Sonnenschutz dazu. Das ist jetzt der Blick auf die Nordfassade. Und hier die schon weiter begrünte, inzwischen sieht es noch ganz anders aus, Fassade im Süden. Im Innenraum gibt es hochwertige, langlebige, unverarbeitete Materialien, Massivholz, Holz an Wänden, an Böden und Decken, und eben diese Massivholzmöbel und dazu so zeitlose, funktionale Möbel, also ganz, ganz schlicht und natürlich. Und ein Bild durch die Nacht gibt es davon natürlich auch. Der Fraunhofer Forschungscampus, ein
auch so ein Village jetzt in einem etwas kleineren Maßstab, ein hybrides Gebäude, auch so ein bisschen so was Ähnliches wie ein Hotel. Es ist ein kleines Dorf, ein Rückzugsort, eine Enklave zum Wohnen und zum konzentrierten Arbeiten, wo sich eben die Forschenden dann zurückziehen können. Und wir haben das Raumprogramm Gemeinsam Forschen, Wohnen, Kommunizieren, haben das bewusst aufgeteilt in vier Häuser mit unregelmäßigen Formen und diesen asymmetrischen Dachlinien. Hier einer der Grundrisse. In drei Häusern wird gewohnt und in dem vierten ist dann die Veranstaltungsräume. Hier sieht man den Zwischenraum zwischen den Häusern und den Innenraum. Das ist auch eine hybride Konstruktion mit Beton unten und dann Holzständerbau darüber. Und auch im Interior Design geht es um diese unverkleidete Konstruktion und reduzierte Materialität. Der Estrel Tower, 175 Meter hoch in Berlin-Neukölln. Das ist dann künftig das höchste nicht-technische Gebäude Berlins. Das ist das Modell des Wettbewerbs. Der Wettbewerb war, wie man hier sieht, 2014. Also das Projekt hat schon eine recht lange Reise gemacht. Und das Entwurfskonzept für den Neubau steht, da geht es um den Bezug zu dem bestehenden Hotel Estrel. Das sieht man hier unten, dieses stehende Dreieck. Das ist das jetzt schon das Hotel Estrel und der Campus mit den Veranstaltungsräumen und dann auf der anderen Straßenseite eben der neue Tower. Und wir haben mit dieser Dreiecksform aufgegriffen und eben mit Dreiecken und Polygonen gearbeitet, wie in diesem Spiel Tangram, wo sich daraus dann zusammengesetzte Formen und insgesamt auch ein Ensemble ergeben. Das ist jetzt das Ensemble aus den verschiedenen Bauteilen, der Tower, das Hotel, das Atrium, das ist eine große Halle mit einem Glasdach daneben, dann das Foyer, kleine Veranstaltungsräume, der Ballroom und ein Parkhaus. Hier der schematische Blick nach innen, die Übersicht über die Funktionen. Wir gehen von unten nach oben durch den Tower. Ganz unten gibt es das Foyer-Atrium. Darüber gibt es einen Frühstücksbereich für 800 Teilnehmer, dann eine Etage Wellness, darüber interne Büroflächen. Darüber gibt es dann in Blau 8.800 Quadratmeter vermietete Büroflächen. Also das ist auch ein ganz wichtiges Aspekt von diesem Projekt. Es ist ein wandelbares, ein hybrides Gebäude eben mit sehr vielen Dingen und verschiedenen Funktionen da drin. Dann gibt es 72 Longstay Apartments, 369 Standardzimmer, 47 Junior Suiten, 16 Suiten, 353 barrierefreie Zimmer. Insgesamt sind es 521 und zwischendurch gab es auch mal eine Version des Entwurfs, wo wir 721 Zimmer hatten. Das war, bevor eben diese Büroflächen dann nochmal als zusätzlicher Baustein dazu kamen. Darüber gibt es zwei Geschosse Private Dining und Executive Bereich, eine Skybar und ein Restaurant und dann in den anderen Bauteilen ein Ballroom für 1800 Teilnehmer und weitere Veranstaltungsräume, Coworking-Flächen und dann natürlich die Technik, Logistik und Flächen, was da dann auch noch dazu gehört. Ja, das ist jetzt der Blick auf die Baustelle. Hier im Hintergrund sehen wir das Stadtzentrum, also der Blick Richtung Stadtzentrum, dann Neukölln, der Kiez, Weserstraße, das ist ja recht angesagt. Dann gibt es so einen Streifen, mit eben, der etwas industrieller geprägt wird, jetzt gerade entwickelt wird. Und jetzt ist das der Flug über die Baustelle. Hier taucht es schon auf, der erste. Und da ist dann die Baugrube, und hier wird gerade von diesen die Bodenplatte gebaut.
Man sieht eben hier schon den polygonalen Grundriss von dem Tower. Jetzt nochmal aus der anderen Richtung. Hier kommen die Betonmischer aus allen Richtungen und diese vier Betonpumpen, die eine 6 Meter hohe Bodenplatte gegossen haben. Die Sonnenallee und hier jetzt eben nochmal der Blick, den Zusammenhang. Links wird dann der Tower entstehen und rechts gibt es eben das bestehende Hotel. Das ist ja auch schon selbst ein sehr großes Village, das größte Veranstaltungszentrum in Berlin, 30.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für 15.000 Besucher, 1.125 Zimmer. Und das ist jetzt der aktuelle Stand. Wir sind mit dem Tower jetzt so im 12. Obergeschoss im Moment gerade. Das Hospitality Design im Estrel Tower, der rote Faden heute für mich, sind die hybriden Orte, das Ineinanderfließen von Räumen und Aktivitäten. Also ein Hotel, das nicht nur fürs Übernachten konzipiert ist, sondern wandelbar ist, eine Vielfalt von verschiedenen Orten und Atmosphären bietet. Dieses Kunstwerk von Thomas Beierle steht für uns für diesen Fokus auf die Interaktion von Raum und Menschen, auf Bewegung im Raum. Das Denken in verschiedenen Skalierungen und Dimensionen, Mikrokosmos und Makrokosmos. Und so gehen wir jetzt ins Gebäude, das ist jetzt das Ankommen, also die Vorfahrt und dann der Mikrokosmos. Die Living Lobby als Zentrum des Ensembles, hierhin kommen Hotelgäste, Konferenzteilnehmer und natürlich auch Berliner und die Bewohner der Umgebung. Manche bleiben 2 Stunden, manche bleiben mehrere Tage. Und gestaltet ist das als ein urbaner Garten. Es gibt diese tatsächlich wieder Dreiecksformen in den Grüninseln. Dazwischen entstehen dann Rückzugsräume, die aber trotzdem dieses offene Raumgefühl erhalten. Und dieser Garten ist der Verteiler in die anderen Bereiche, die dann eben auch offen an dieses Atrium angedockt sind. Auf den darüberliegenden Ebenen, hier sind die Veranstaltungsräume für Kongressgäste. Es ist gleichzeitig ein Coworking-Space für die Neuköllner, ein Event-Space, ein Ort, um den Tag zu starten für 800 Teilnehmer, eben die Frühstücksräume. Es gibt ein Artwork und es gibt Präsentations- und Lounge-Räume, die sogenannten Schaufenster. Wieder hier im EG, das ist die Rezeption und rechts gibt es so eine Bakery für das schnelle Frühstück der Büronutzer. Der Blick zur Rezeption im Atrium stehend, darüber der Blick in die Schaufenster, diese Frühstücks-Lounge-Präsentationsräume. Die sind wandelbar im Tagesverlauf und kombinieren eben alle diese Funktionen auch in verschiedenen Gestaltungen. Die Bar, Bistro, im Garten, im Atrium und das Restaurant, das ist eher introvertiert, also eine eigene Welt. Es gibt das Grün wieder in Form einer Keramikverkleidung und dann eher so ein klassisches Bistro-Konzept. Die Convention, der Ballroom mit gefalteter Decke, so ein Sternenhimmel als Beleuchtung. Die Breakouts, kleinere Veranstaltungsräume, die Büroflächen. Und jetzt sind wir oben in der 41. Etage, Lounge Private Dining. Das Konzept für diese Ebenen ist ein Art Collectors Loft, also ein Berlin-typisches Thema, rough und mundane gleichzeitig mit einem industriellen Estrichboden, mit dieser Chartwood-Wandverkleidung und einer verspiegelten Metalldecke. Die Dining Rooms. Die Dachterrasse mit dem Blick über Berlin. Und die Turmspitze von innen und von außen. Wir wollen ein guter Nachbar sein, wir wollen etwas bauen, das in Zukunft gut dasteht.
Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das natürlich nicht nur das Interior Design betrifft. Das Gebäude wird insgesamt LEED Platin zertifiziert werden. Es gibt Photovoltaik, Regenwassernutzung, Dachbegrünung, diverse Bausteine in dem Konzept und eben bei allem, was wir da tun, den Fokus auf diese Kriterien. Und wir wollen diesen Anspruch natürlich auch sichtbar machen in den Materialien. Nachhaltigkeit hat was für uns mit Zeitlosigkeit zu tun, also mit Konzepten zu tun, die Flexibilität und Vielfalt bieten. Da gibt es eben das Grün, den Recycling-Terrazzo als Boden und eben diese natürlichen Hölzer. Zum Schluss das Musterzimmer. Das ist jetzt der Teil, der tatsächlich schon gebaut ist. Der Blick über die Stadt, den man da rechts so ein bisschen im Anschnitt sieht, ist zwar noch Simulation. Das ist in einer Halle neben der Baustelle natürlich. Und da gibt es eben auch diese Hölzer, Terrazzo und diesen Window Seat für den Blick über die Stadt. Und zum Schluss nochmal das Atrium. Das ist eben ein ganz besonderer Raum, 30 Meter hoch, dieses Glasdach, das eben diesen Blick auf das höchste Haus Berlins bietet und dieser Schlüsselmoment, dieses Erlebnis in der Nacht ganz besonders, darauf freue ich mich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Annette Wagner. Ich hoffe, Sie haben alle brav sich gemerkt, was Sie Annette Wagner im Anschluss an unsere Vorträge noch fragen wollen. Peter Pichler war schon einmal im Jung-Podcast zu Gast und da hat er gesagt, dass er es gar nicht so sehr schätzt, an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen nur Architektinnen zusammenkommen. Er fände es viel inspirierender, wenn unterschiedliche Metiers aufeinandertreffen. Umso mehr kann er sich jetzt freuen, denn unsere nächste Vortragende ist keine Architektin, sondern eine Hospitality-Fachfrau, eine Gründerin, eine diplomierte Touristikerin mit Sondergenehmigung. Sondergenehmigung? Also, Annette Gregorius hat ihre Diplomarbeit Ende der 90er Jahre zum Phänomen der Boarding Houses, so nannte man das damals noch, das zarte Pflänzchen, schreiben wollen, musste aber feststellen, dass es überhaupt nicht genug Literatur zu dem Thema gibt. Also sie kam nicht auf die notwendige Zahl Sekundärliteratur, die es brauchte, um das Diplom zu machen, und brauchte eine Sondergenehmigung. Inzwischen hat sie selbst das Standardwerk geschrieben, das heute für heutige Hotelfachkräfte und Touristikstudierende zu Rate ziehen. Das Kompendium des temporären Wohnens, erschienen 2017. Annette Gregorius ist heute nicht nur Chefin der führenden von ihr gegründeten Buchungsplattform für Serviced Apartments. Sie sagt, wir haben die Lücke gefüllt zwischen Booking.com und ImmoScout und ImmoNet. Sie bietet auch mit Apartment Service Consulting ein umfassendes Beratungsangebot, bietet Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Standortanalysen, erstellt Raum- und Servicekonzepte. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, von ihr mehr darüber zu erfahren, wie das temporäre Wohnen in der Zukunft aussieht. Wer eben aufmerksam zugehört hat, hat auch bei Annette Wagner im Estrell Tower schon die Longstay Apartments entdeckt. Und wir werden hören, was die Serviced Apartments von Airbnb unterscheidet. Oder werden wir das überhaupt hören? Wir haben darüber gesprochen, aber wir werden es hören. Sonst reden wir danach drüber. Und wir werden hören, warum Annette Gregorius sagt, wir entlasten den Wohnungsmarkt. Ja, vielen Dank, liebe Anne, für die charmante Anmoderation. Herzlichen, schönen guten Abend, muss man ja jetzt schon sagen. Wir sind ja durch die Nacht. Und vielen Dank an das Jungteam, dass ich heute hier sein darf
Und ja, klar, wenn man über das Thema Hospitality spricht, dann darf das Thema Service Departments im weiteren Kontext temporäres Wohnen natürlich einfach nicht mehr fehlen, weil wir sind, sage ich mal, immer von der kleinen hässlichen Schwester, die belächelt wurde, sind wir wirklich zum Shootingstar der Hotellerie geworden und wir werden auch als solches gehypt und es ist natürlich sehr dankbar, in so einem Umfeld arbeiten zu dürfen. Weil, wie Anne richtig gesagt hat, als ich begonnen habe, war das lange nicht so. Da haben wir noch über Boardinghäuser gesprochen. Und wenn ich gesagt habe, was ich mache, dann hieß es Boarding was? Da musste ich ganz viel erklären. International war es eine Vollkatastrophe. Ich habe als Boarding House Consulting gegründet. Ich habe mit dem CEO von Fraser Hospitality, einem der weltgrößten Konzerne für dieses Segment, gesprochen. Wir kennen uns überhaupt nicht. 2 Minuten, der guckt auf meine Karte und sagt, I don't like your company name. Boom, das war mein Statement. Ja, also bitte streichen Sie alle den Terminus Boarding House aus Ihren Köpfen. Wir reden über Service Departments als Teil des temporären Wohnens. Und von daher freue ich mich heute wirklich ein bisschen, ich wurde gefragt, ob ich ein bisschen über die Trends und Entwicklungen im Segment sprechen darf. Und diese Welt ist so groß und die ist gerade so in Bewegung. Von daher werden diese 20 Minuten kaum ausreichen. Aber ich versuche wirklich, eine breite Vielfalt an Aspekten mitzugeben, was unser Segment aktuell prägt. Und um das einmal wirklich nochmal für alle richtig einzuordnen, weil ich nicht weiß, wie viel Erfahrung jetzt tatsächlich jeder mit dem Segment hat, möchte ich Ihnen gerne einfach nochmal unsere Charta des temporären Wohnens zeigen, die ganz klar macht, dass wir mit unserer Betriebsform zwischen dem klassischen Wohnen und der Hospitality zu Hause sind. Und es gibt temporäres Wohnen in 2 Ausprägungen. Das sind einmal die wohnwirtschaftlichen Konzepte, ja, die wir hier sehen, die auch wirklich im Wohnen zu Hause sind, baunutzungsrechtlich. Das sind ja Themen, die Sie alle auch in Ihrer täglichen Arbeit auf dem Schirm haben. Ja. Und diese unterscheiden wir einmal in die Furnished Accommodation und die Serviced Accommodation. In der Serviced Accommodation finden Sie so etwas wie Student Living, Micro Living Konzepte, aber auch das Senior Living. Hier sind wir wirklich im BGB zu Hause, wir haben Mietverträge, wir haben eigentlich keine Services, die werden in der Regel über Servicegesellschaften möglich gemacht. Und der Bereich, in dem ich, sage ich mal, mit meiner Company, mit Apartment Service mehr zu Hause bin, das ist der gewerbliche Part, das sind die Service Departments. Ja, da, wo wir sagen, wir sind hier wirklich in der Hospitality, in der großen Gruppe und der Schublade, sage ich mal, baunutzungsrechtlich gesehen, der Beherbergung zu Hause. Was dürfen wir hier machen? Wir dürfen 1 Nacht bis 6 Monate Aufenthaltsdauer haben und wir haben einen Servicegrad, der geht von wirklich Limited bis Full Service und beim Full Service sind die Grenzen zur klassischen Hospitality fließend. Wir haben 2 große Betriebstypen, das ist einmal das Service Department House und das Apart Hotel. Was macht unser Segment aus? Die Pandemie. Keiner Mensch will das mehr drüber sprechen, wir sind das alles durch, das war, glaube ich, für alle die schlimmste Zeit ever. Und trotzdem hat es für unser Segment etwas Gutes gebracht, weil es hat ein ganz besonderes Schlaglicht nochmal auf unser Segment geworfen, weil es hat, wie wir so oft sagen, die klassischen USPs, die unser Betriebstyp hat, noch einmal stärker nach vorne rausgehoben. Ja? Wir haben das zentrale Thema der Selbstversorgung mit den Kitchenetten. Das war in einer Zeit, wo man sich zurückziehen musste, wo keine Restaurants offen waren, wo man nirgendwo mehr einkehren konnte, waren es essentielle Themen. Homeoffice, ein Riesenthema für jeden von uns hier auch im Raum. Ja, eine Rückzugsmöglichkeit, um halt wirklich vernünftig arbeiten zu können. Flexibilität, Kontaktbeschränkung, hoher Digitalisierungsgrad, den wir schon damals hatten. Das waren unsere zentralen Themen, die uns einfach wirklich in dieser Pandemie noch mal einen Push gegeben haben. Und wir konnten damit sehr, sehr schnell mit unserer Kampagne, die wir im Segment hatten, Safe in Your Second Home, sehr schnell wirklich viele, viele Nutzergruppen vom Konzept nochmals überzeugen und wirklich somit einen ganz besonderes Spotlight auf unser Segment lenken. Woher kommt es? Die Megatrends waren schon immer ein Riesenthema, die sozusagen der Motor für unser Segment waren. Das waren immer die Individualisierung, Urbanisierung, New Work, Wissenskultur und Mobilität. Das waren schon immer die Treiber unseres Segmentes. Das hat sich durch die Pandemie natürlich nochmals etwas verschoben. Wir reden jetzt über Co-Individualisierung, wir reden über Urbanisierung, wir reden über Neo-Work, ja, wir reden Hybrid Learning und über Multimobilität. Das sind Themen, die keineswegs ein Stop
in unsere Welt gesetzt haben. Ganz im Gegenteil, die haben das Thema noch mal nach vorne gepusht, weil sie haben uns im Prinzip die Notwendigkeit, warum Apartments benötigt werden, noch mal ganz anders in den Fokus gerückt. Wenn wir mal gucken, was haben denn so die anderen Assetklassen für Probleme aktuell, für Themen, für Herausforderungen? Die Wohnwirtschaft, die muss Antworten wirklich finden auf fehlenden Wohnraum, der vor allem natürlich in den Kiestädten halt einfach da ist. Und sie muss Lösungen finden für die modernen Arbeits- und Wohnformen. Und die Hotellerie muss sich in meinen Augen irgendwo auch neu erfinden. Warum konnten wir unsere Relevanz steigern? Ich habe es gerade eben schon so gesagt, dass wir wirklich viele Themen aufnehmen, was diese dynamische Entwicklung gerade über die letzten Jahre einfach gezeigt hat. Und ich will das gar nicht nochmal in der Tiefe, weil viele haben bestimmt ihre Erfahrungswerte halt auch mit dem Segment schon gesammelt. Aber wir bieten mit dem Segment wirklich Antworten auf die Megatrends und wir haben sozusagen eine neue Generation, die jetzt kommt. Und diese Generation, Z und Y, die definieren halt ihr Reisen und ihre Ansprüche an das Reisen ganz anders. Die fordern andere Wohnformen ab. Ja? Und wir haben natürlich schlanke Betriebsformen, die uns einfach in dieser aktuellen Multikrisensituation, in der wir leben und die vielen Unternehmen natürlich gerade in der Vollhotellerie einfach massive Probleme machen, haben wir große, große Vorteile. Deshalb haben wir natürlich aber auch einen großen Druck auf dem Segment. Wir sind in einer sehr jungen Phase, sage ich mal, in der wir uns bewegen im Segment, in der doch dynamischsten Wachstumsphase ever. Ja, also wir kommen aus einem Segment, was sehr mittelständig geprägt ist und was halt natürlich schon, sage ich mal, aus so einer Schiene kommt. Wir waren so das bessere IKEA-möblierte Produkt, was ein bisschen mehr oder weniger hübsch gemacht ist. Dann wurde es etwas professionalisiert, es wurde multipliziert. Aber es war immer so ein bisschen, daher auch dieses Thema, wir waren die kleine hässliche Schwester der Hotellerie. So, jetzt hat man gesehen, was das für eine Bedeutung hat, dass die Zielgruppen dieses Produkt abfordern, dass mit dem Eintritt von Airbnb in den Markt ein ganz anderes Verständnis für modernes Reisen in den Markt gekommen ist und dass auch Corporates, also auch geschäftlich reisende Menschen einfach ein Produkt abfordern, was ihnen viel mehr Flexibilität und Individualität gibt. Und was macht es mit dem Segment? Ich habe Ihnen diese zwei Welten gezeigt, die zwei Konzeptwelten, in denen wir uns bewegen. Wir haben auf der einen Seite die wohnwirtschaftlichen Anbieter, die hier auf den Markt natürlich drücken, mit ihren Marken immer mehr multiplizieren, immer größer werden. Wir haben diese wohnwirtschaftlichen, die plötzlich gewerblich anfangen zu denken, eigene Brands in diesem Bereich entwickeln. Wir haben unsere Techies, ja, wie wir sagen, liebevoll, die uns gezeigt haben, dass im Prinzip auch ein Apartment eben nicht nur, wie wir es gerade jetzt hier beim Estrell in der Definition auch gesehen haben, Longstay sein müssen. Ja? Durch die Digitalität kann man Apartments auch sehr, sehr gut als Shortstay-Produkt positionieren. Und damit wären wir plötzlich ein Wettbewerb zur klassischen Hotellerie. Wir haben gezeigt, dass dieses Segment einfach sowohl für den Shortstay als auch für den Longstay funktioniert. Und das macht uns natürlich sehr viel breiter und gibt uns eine höhere Relevanz. Und es geht eigentlich überhaupt gar keinen Tag vorbei, in dem Sie nicht irgendeine Meldung von Numa oder auch von Lime Home in der Presse sehen. Also die sind ja gerade wirklich in aller Munde. Und wir haben, wie gesagt, die Hotellerie, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich einfach irgendwo auch neu erfinden muss. Früher, wie gesagt, haben sie uns sehr oft belächelt und haben gesagt, naja, ihr da mit euren Küchen, was soll das schon, ihr seid so, Ja, jetzt haben sie gemerkt, dass es ein Produkt ist, was du schon im hybriden Gedanken auch in die Hotelkonzepte einfließen lassen musst. Und das Bedeutende wird sein, und das wird, glaube ich, ein ganz großes Umdenken bringen in der Hospitality, der Hotelverband Deutschland, der wird eine Empfehlung rausgeben, die da heißt, kein Hotelkonzept mehr ohne Küchen zu konzipieren. Ganz ehrlich, als ich angefangen habe, hätte ich mir das nie träumen lassen, dass wir in so einer Welt mal unterwegs sind. Auch wenn ich immer natürlich von Anfang an schon von der Relevanz und von der Bedeutung dieses Produktes überzeugt war. Aber das war was, was ich wirklich auch nicht erwartet habe. Dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Hotelbrands, die ihre eigenen Marken im Longstay entwickeln. Wir haben die Mischkonzepte, die aus der Hotellerie kommen. Und wir haben die großen, vielen internationalen Ketten, die einfach hier in den Markt einsteigen.
Hier einfach mal ein kleiner Bruchteil, wenn wir uns nochmal die wohnwirtschaftliche Seite vorstellen. Was sind denn so die neuen Marken, die gekommen sind? Ja, ein Havens Living, ein Habit, ein Savvy, The Base, Circus Living, Bellinovo als ein alter Hase. Hand aufs Herz, wer kennt jede davon? So schnelllebig ist unsere Welt. Das ist der Profi. Genau. Und hier der gleiche Blick nochmal in die gewerblichen Konzepte. Da kommen Marken wie Locke, wie Friday, Harris Home, Apartment, ja, ein Revo, ganz frisch mit 603 Einheiten in München eröffnet, die Arcona Hotel und Living als die Living-Strategie von den Novum Hotels. Also wirklich, in dieser Welt ist gerade unfassbar viel Dynamik, ganz, ganz viel los und ein Thema, dem sich sicherlich keiner für die Zukunft mehr verschließen kann. Ich wurde gefragt, auch ein kleines Update zu geben, wo steht denn der Markt, weil es ist ja auch in der Einordnung ganz, ganz doll wichtig, dass man mal die Größenverhältnisse halt einfach kennt. Deshalb hier auch nochmal der aktuelle Marktüberblick. Also wir sprechen aktuell, wir sind nur in der gewerblichen Spalte jetzt von den Service Departments bei 44.400 Einheiten in Deutschland, aufgeteilt in 807 Häusern. Wer schnell rechnet, sieht, dass es 55 Einheiten sind. Das heißt, wir sind ganz weit weg von der Größe und Dimension, was wir gerade vom Estrell Tower auch gehört haben. Es ist nach wie vor ein mittelständig geprägtes Segment. Und das macht, glaube ich, auch den Charme und dieses Segment ist halt einfach aus, dass man sagt, es entstehen sowohl große Konzepte wie ein Revo mit über 600 Einheiten, wie auf der anderen Seite auch sehr kleinteilige Häuser wieder, die halt nur mit 20, 30 Einheiten eröffnen. Wir erfassen in diesen Zahlen, die ich jetzt hier präsentiere, ausschließlich Häuser mit mindestens 15 Einheiten in einem Gebäude, damit wir eben diese Abgrenzung zu Airbnb haben, damit wir im Prinzip einen gewissen professionellen Standard halt einfach voraussetzen. In 2022 sind halt etwas über 3.000 Einheiten dazugekommen. Ja, das heißt, dass dieser Markt wächst im Moment einfach sehr, sehr dynamisch, wie ich es gerade schon dargestellt habe. Der Fokus, wenn man hier so ein bisschen auf die Karte halt einfach schaut, sieht man natürlich unsere Top 4. Ja, das ist natürlich München, Berlin, Frankfurt und Hamburg. Allerdings ist die Relevanz, wenn man diese Städte zusammennimmt, auch ein bisschen gesunken. Wir kommen von 45% noch in 2018 und wir sind jetzt nur noch bei 37%. Und damit greift genau das, was wir schon seit Jahren einfach sagen, eine Entwicklung in die B-, C- und sogar D-Destination hinein für dieses Segment. Und von daher ist halt einfach auch wirklich das Schöne, es gibt wirklich Brands, die haben sich auch wirklich nur auf D, sogar E- und F-Destination halt fokussiert. Und das ist halt einfach auch das, was diese Relevanz des Segmentes halt einfach ausmacht, dass man sagt, wir sind halt nicht nur an ein paar wenige Standorte gebunden, ja, sondern wir sind halt einfach sehr, sehr breit aufgestellt, auch durch eine sehr breite Nachfragegruppe an der Stelle. Wie war die Marktperformance? Meine Kollegen von SDR haben bei uns auf der Konferenz 2019 gesagt, the market is on fire. Haben uns natürlich gefreut, weil die haben auf die Zahlen geguckt und haben ganz hervorragende Werte gesehen für die Performance in den Auslastungen. Weil da waren wir 2019 schon deutlich über der klassischen Hotellerie. Und wenn wir hier einfach mal so ein bisschen den Zeitverlauf halt einfach sehen, wir haben oben die Service Departments aus unseren eigenen Marktwerten halt dargestellt und wir haben die Hotels einfach mal darunter gestellt. Also 2019, als der Markt on fire war, ja, da waren wir schon 14% über der Auslastungsquote der klassischen Hotellerie. Wir sind in der Pandemie nie, sage ich mal, unter 54% Auslastung gesunken. 95% all unserer Häuser waren geöffnet. Ja, also das war wirklich sehr, sehr bemerkenswert und hat einfach gezeigt, wie sehr dieses Produkt einfach auch krisenresilient ist. Und das sind unsere ganz, ganz frischen Zahlen, die wir gerade jetzt hier veröffentlichen für den Markt, für die Zahlen 2022. Und zwar haben wir im Segment mit 80% abgeschlossen. Ja, und wenn wir noch mal ein bisschen zurückkurbeln und uns alle daran erinnern, dass eigentlich das erste Quartal 2022 noch sehr in Habachtstellung war, weil da einfach immer noch das Reisen nicht ging, ja, und das erste Quartal einfach mal für die Schublade war, dann wissen Sie, was im Rest des Jahres los war. Ja, also die Häuser sind halt weitestgehend wirklich mit 90-95% halt einfach durchgelaufen. Und das führt halt einfach dazu, dass wir eine unfassbar hohe Zufriedenheit im Segment haben. Auf unsere Befragung haben 96% gesagt, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden.
Ja, das ist einfach in einer Situation, wie wir sie gerade haben, eine Multikrisensituation, natürlich unfassbar beeindruckend. Und ich habe es hier auch nochmal dargestellt, die Bewertung, sage ich mal, wie geht's dir, wie empfindest du den Markt, ist ja mal das eine. Aber wie ist auch deine wirtschaftliche Situation? Wie bewertest du diese? Ja? Und auch hier haben 89,9% gesagt, gut oder sehr gut. Und das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, wir sind mit den 80% einfach deutlich schon wieder über Vorkrisenniveau. Und das gibt natürlich viel Aufwind. Sind wir das auch in den Preisen? Weil ich sage mal, eine hohe Auslastung, wissen wir alle, ist nicht alles. Nein, bei der ADR sind wir es nicht. Da sind wir von 89, im Moment aktuell bei 85 Euro im Segment. Und wir haben einen REFPAR, der liegt bei 64 Euro. Also da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf, da geht noch ein bisschen was. Wobei man das halt in den, sage ich mal, verschiedenen Segmenten, was ich vorhin gesagt habe, Service Department House und Apart Hotel, sehr differenziert betrachten muss. Aufenthaltsdauer ist gleich geblieben, 19 Nächte aktuell übers Gesamtsegment. Auch wieder große Unterschiede zwischen Apart-Hotels und Service-Department-Häuser, bei denen halt die Übernachtungsdauer weit über 30 Nächten liegt, während in den Apart-Hotels deutlich unter 10. Daher kommt dann der Durchschnitt. Wir haben weiter ein sehr starkes Marktwachstum. 16.000 Service-Apartment-Einheiten sind bis 2025 in der Pipeline und es entspricht 36%. Dementsprechend viele News in der Zeitung, wenn Sie es lesen, jeden Tag eigentlich irgendwo eine Meldung über neue Konzepte aus unserer Welt. Jetzt sind wir hier natürlich auf einer Architektenveranstaltung. Deshalb war es mir natürlich auch nochmal wichtig, Themen rauszuarbeiten, die für Sie als Architekten wichtig sind, einfach an der Stelle, wenn Sie über das Thema Service Apartments nachdenken. Und ein Trend ist Apartment goes micro. Das heißt, als ich angefangen habe, hat man über ein Apartment eigentlich erst gesprochen ab 30 Quadratmeter plus. Das war eine Traumwelt, die haben wir nicht mehr. Ja, unsere Welt ist wirklich viel, viel kleiner geworden in Zeiten, wo Fläche nicht verfügbar ist, wo alles teuer geworden ist und wo wir uns jetzt eigentlich auf Flächen, sage ich mal, von 18 bis 25 Quadratmeter im Gros für die Studioeinheiten halt bewegen. Und das bringt natürlich völlig neue Herausforderungen auch für die Planer solcher Raumkonzeptionen. Weil was sich nicht geändert hat, dass ein Apartment mehr können muss als nur schlafen. Und das ist der große Unterschied zum Hotel, weil im Hotel wird in der Regel übernachtet. 1,8 Nächte, der Durchschnitt für Deutschland, bei uns 19 Nächte, das heißt ein ganz anderer Anspruch an die Konzeption. Das heißt, ich will das Bett gar nicht im Zentrum des Apartments sehen. Ja, ich will das Bett zurückgedrängt, weil Schlafen ist wichtig, klar, aber ich will vor allem leben und ich muss arbeiten und ich muss mich selbst versorgen. Diese vier Bereiche, diese vier Funktionsbereiche müssen Sie, auf egal wie klein die Fläche ist, unterbringen. Das heißt, die Anforderung ist natürlich ein Höchstmaß an multifunktionalen Möbeln. Ja? Und ganz, ganz viel Funktion in kleine Räume zu bringen. Ganz, ganz viel Funktion auf wenig Quadratmeter. Hier sehen wir zum Beispiel das Beispiel Stay Cook mit bewegbaren Elementen. Je nachdem, ob ich koche, Yoga mache, schlafe. Konversion, ein Riesenthema. Ja, wir haben nicht mehr die Flächen, das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir Bestand nutzen. Das war vorhin auch schon mal ein ganz kurzes Thema. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, Apartment in Leverkusen. Ein altes Kesselhaus, geht zurück, ist denkmalgeschützt, 1948, wurde mit einem Anbau versehen, ja, 1000 Quadratmeter zusätzliche Fläche, die jetzt 32 Apartments beherbergt. Ganz tolle Synergie zwischen alt und neu genutzt, macht eine ganz charmante Gebäudestruktur und trotzdem ein sehr, sehr modernes Produkt. In Quartieren denken, ein Riesenthema, diskutieren wir auch schon über Jahre, ist nicht neu. Lieblingsbeispiel ist auch unsere Homebase für unsere eigene Konferenz im Segment, die Felix-Suiten im Lebendigen Haus in Leipzig. Ein Quartier, was wir hier sehen, mit der Drohne oben drauf, mit einem Veranstaltungsbereich, mit den Felix-Suiten, mit über 360 Apartments, mit einem Motel One, mit Retail unten als Fläche drin. Da ist ein John Reed drin mit Fitness. Die ergänzen sich in ihren Nutzungsarten und geben so ein sehr lebendiges Quartier.
In Synergien denken, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Impuls in unserem Segment. Hier habe ich ein ganz neues Beispiel mitgebracht, der Zipper, wird gerade von Joy Design gemacht in Düsseldorf, steht auch kurz vor der Eröffnung, nutzt die Synergien oder verbindet, sage ich mal, Healthcare mit temporärem Wohnen. Ja, auch eine ganz spannende Geschichte, die hier umgesetzt wird und die wir bald dann halt auch in live sehen können. Und ganz wichtig, im gesamten Lebensstrahl denken. Studentenapartments kennen Sie alle, haben wir schon ein Riesenthema gehabt. Die Corporates, das ist das Hauptprodukt, worüber ich gerade viel gesprochen habe, wo das Segment halt einfach steht. Aber jetzt kommen natürlich auch die Seniors, weil unsere Alterspyramide, über die Demografie brauche ich nicht im Detail sprechen. Ja? Aber das Senior Living, da zieht plötzlich Hospitality ein mit einem völlig neuen Gedanken. Hier habe ich zum Beispiel das Beispiel mitgebracht von Lively. Die haben ihr erstes Haus in Gronau, ja, und es wird sehr, sehr spannend, weil plötzlich wirklich Hospitality auch in Senior-Konzepte einzieht. Und so ist der gesamte Lebensstrahl gedacht, wirklich vom Studenten bis hin zum Senior. Und wir haben viele Marken, die inzwischen den gesamten Lebenszyklus einfach abdecken. Also auch das ist etwas, worin Sie sich, sage ich mal, auch in Ihrer Arbeit entsprechend inspirieren lassen können, weil, wie gesagt, der Bereich einfach sehr groß ist. Und letzter Punkt, den will ich gar nicht jetzt so ausführlich machen, weil darüber haben wir viel gesprochen, ist natürlich das Nachhaltigdenken, ja, weil das brauchen wir in unseren Konzepten, weil unsere Zielgruppe sind halt einfach 80% Corporates auch, die haben große Anforderungen, auch aus der Nutzersicht, ja, dass sie halt nachweisen müssen, dass sie in nachhaltigen Objekten halt einfach wohnen. Hier habe ich mir den neuen Black F Tower rausgesucht in Freiburg. Auch für mich ein Musterbeispiel eines Betreibers, wie er sozusagen Nachhaltigkeit im Konzept umsetzt und sozusagen halt wirklich auch mit einem leuchtenden Beispiel in unserer Branche vorweggeht und sicherlich für viele Inspiration geben kann. Ja, von daher hoffentlich ein paar Impulse für die folgenden Gespräche und ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung, habe ich mitgenommen. No, brauche ich nicht. Aber Peter. Gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Fragen bitte merken. Wir kommen zum dritten und letzten Vortrag des Abends. Und Peter Picher ist, glaube ich, schon jetzt dreimal vorgestellt worden heute Abend. Ich mache es jetzt nochmal. Er ist geboren in einer ganz typischen Tourismusregion, in Bozen in Südtirol. Sein Vater war Architekt, aber es war in erster Linie sein Onkel, der Künstler Walter Pichler, der ihn ermutigte, an der Angewandten in Wien sich zu bewerben. Dort, das hat er getan, erfolgreich, dort auch seinen Abschluss gemacht mit Auszeichnung in der Meisterklasse bei Zaha Hadid und während des Studiums auch schon bei De Lugan Meissel in Wien gearbeitet, bei Rem Koolhaas in Rotterdam und ist dann nach dem Studium zu Zaha Hadid ins Büro gegangen. Er hat vorher einen kurzen Ausflug nach New York gemacht, ist dann zu Zaha Hadid gegangen und hat auch 3,5 Jahre hier in Hamburg gelebt. Ne? Genau. Sagte eben, kam er und sagte, hier wird aber viel gebaut. Ich habe viele Kräne gesehen. Ja. 2015 hat er das erste, sein eigenes Studio gegründet mit seiner Frau Silvana Ordinas. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ja, gut. Und jetzt kommen wir an die Preisüberhäufungen. Also, Architektenkammer in Italien hat gesagt, junges italienisches Talent. Er war Finalist bei dem Architekturpreis der Triennale di Milano. Ich habe da schon Installationen von ihm gesehen beim Salone del Mobile in Mailand. Peter Pichler, Architecture bauen Villen in Abu Dhabi, Hotels in Südtirol und Baumhäuser in West Virginia. Und ich hoffe, über die erfahren wir gleich noch mehr. Er sagt, ihm komme es immer darauf an, Projekte aus der baulichen Tradition der Region und aus ihrer Kultur heraus zu entwickeln. Und das finde ich interessant, denn wenn man auf seine Webseite geht, dann ist wirklich erstaunlich, wie spektakulär diese Entwürfe, die Peter Pichler Architecture da kreiert haben, aussehen, bei aller Unterschiedlichkeit. Die sind extrem prägnant und ich bin ganz gespannt darauf zu hören, wie sich das mit den baulichen Traditionen zusammenfügt.
So. Darf ich einen Schluck Wasser? So. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich muss sagen, mein Vater, den gibt es noch, weil ich sage, mein Vater war Architekt, den gibt es schon noch. Also. Doch, macht er auch noch. Aber eher Industriesachen. So. Aber den, aber ist egal. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Also vielen Dank für die Einleitung. Ja, das mit dem vielen Bauen. Also ich kann mich erinnern, als ich 2010 hier in Hamburg war und eine Wohnung gesucht habe, da waren die ersten Versuche alle mit ungefähr einer 120 Meter langen Schleife ums Haus rum, Leute, die angestellt sind, eine Wohnung zu suchen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, in Mailand ist es auch schlecht, aber ich sehe, einiges wurde gebaut mittlerweile, also in letzter Zeit oder immer noch. Also deswegen, ja. Also, ganz kurz zur, also als Einleitung möchte ich kurz sagen, wie ich selbst zur Architektur gekommen bin. Das ist ein Bild von Walter Pichler, dem Künstler, der gerade schon erwähnt wurde, der Cousin meines Vaters, den gibt es effektiv nicht mehr, also der ist vor einigen Jahren verstorben mittlerweile. Walter war einer der treibenden Kräfte der Wiener Architekturszene in den 60er, 70er Jahren, also diese radikale Szene, aus denen dann später Büros hervorgegangen sind, wie Haus Rucker, Wolf Brix, Hans Hollein, Coop Himmelblau. Und da hatte Kollaborationen bzw. Ausstellungen mit Josef Beuys international. Walter Pichler, der Künstler, wurde in Südtirol geboren, also im Eckental, das ist circa 20 Minuten von Bozen. Was wir hier im Bild sehen, also im linken Bild hier, das ist die Schmiede meines Großvaters, der war Schmied. Und Walter hat Südtirol, als er 5 Jahre alt war, verlassen, ist emigriert mit seiner Familie. Und der kam dann zu Besuch nach Südtirol um die Jahrtausendwende, weil er dort eine Ausstellung hatte. Und dann gab es wieder diesen Kontakt mit Walter, also von unserer Familie. Und dort gab es dann diese Idee, das Haus neben der Schmiede zu bauen. Das ist dieses kleine Glashaus, also mit dem Glasdach, das Steinhaus mit dem Glasdach daneben. Und genau zu dieser Zeit, als ich Walter sozusagen kennengelernt habe, habe ich gerade meine Hochschule oder technische Hochschule absolviert. Das war die Gemäserschule. Und wusste eigentlich nicht wirklich, was ich machen soll. Wie gesagt, mein Vater ist Architekt, aber eher also Industriearchitektur. Und durch dieses Treffen mit Walter gab es für mich so dieses Aufwachen, was Architektur eigentlich auch sein kann, also auch als künstlerische Aktivität. Heute denke ich ein bisschen anders, es ist auch schon sehr viel harte technische Arbeit dahinter, also nicht nur Kunst und Kreativität. Aber durch Walter hat mir dann geraten, nach Wien zu gehen. Dort habe ich eben dann studiert bei Zaha Hadid, war dann einige Zeit in London und dann eben auch in Hamburg tätig, hier am Büro. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, gibt es schon länger nicht mehr. Zaha wollte nie ein Büro in Hamburg haben, die wollte immer ein Büro in Berlin haben. 2015, gesagt, habe ich dann mit meiner Frau Silvana, sie ist Spanierin, unser Büro in Mailand gegründet. Das ist unser Team, also ein Team aus jungen schon Architekten mit diversen internationalen Backgrounds. Das ist unser Credo, also einmal die Tradition und die Evolution der Tradition. Also uns interessiert vernakulare Architektur. Wie hat man früher gebaut? Das hat immer einen Grund irgendwo, da hat immer eine Sinnhaftigkeit. Ich sage auch immer, wenn wir in den Bergen bauen, dann bauen wir in Dialekt. Ja, also wir interessieren uns, wie hat man früher gebaut, was für Techniken hat man verwendet. Dann natürlich die Nachhaltigkeit. Also für uns ist Nachhaltigkeit nicht ein Gebäude zu entwerfen und danach einen Haufen Haustechnik reinzupacken, sondern für uns startet Nachhaltigkeit mit einer intelligenten Geometrie. Deswegen auch schon in Wettbewerbsphasen sind wir da schon
sehr, sehr häufig also mit, also nicht, also natürlich Sustainability Consultants konfrontiert, aber entwickeln das, glaube ich, schon in Wettbewerbsphasen relativ auf einem relativen Level. Ja, Sustainability Architecture, was ist, also heute wird ja viel gesprochen von Sustainability, alles muss ein bisschen grün aussehen und dann ist das schon irgendwie nachhaltig. Unser Ansatz ist, dass Nachhaltigkeit Qualität ist beim Bauen. Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig arbeiten wir in verschiedenen Projekten, also nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland. Deswegen ist uns wichtig, die Kultur dort zu verstehen, die Lebensweise zu verstehen, den Kontext zu begreifen. Und deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, bei neuen Bauaufgaben am Bauplatz mit dem Kunden das auch vielleicht einige Tage zu besprechen, um dort wirklich auch den Bauherrn zu verstehen, die Kultur zu verstehen. Und als vierten Punkt, als letzten Punkt, ist sicher noch Research and Technology. Was gibt es Neues? In welche Richtung entwickeln sich Materialien? Wie kann man sie einsetzen? Wie kann man sie neu verwenden? Das sind Themen, die uns sehr, sehr interessieren. Jetzt, bevor ich zu unserem Hospitality Projects gehe, noch einen kurzen Überblick. Wir sind auch nicht ein, absolut nicht ein Hospitality Architekturbüro, sondern wir sind eigentlich ein Architekturbüro, würde ich mal sagen, 360 Grad. Möchte kurz ein paar Projekte zeigen, in denen wir gerade arbeiten. Das war ein internationaler Wettbewerb für das Bonfiglioli Headquarter in Bologna, das eigentlich eine Bürogebäude als Zelebration des Nordlichts sein soll. Also man sieht diese Nordfassade mit diesem Exoskeleton, die tragende Struktur komplett verglast, die Südfassade komplett mit einer Mesh-Fassade, also Aluminium, aus recyceltem Aluminium, eine Mesh-Fassade, die das Licht filtert und so sehr, sehr viel Energie einspart. Gleichzeitig diesen Innenhof, also diesen Courtyard für Cross-Ventilation, die sich auch aus diesem Kontext mit dem nebenstehenden Bürogebäude heraus entwickelt hat. Also Bonfiglioli ist einer der größten Getriebe-Mechanikhersteller Europas. Deswegen gab es diese Relation, diesen industriellen Kontext, den wir dann in der Fassade umgesetzt haben, mit dieser Zahnart-mäßigen Struktur, die das Licht dann im Süden filtert. Das sind einige Baustellen, Fotos, die letzten. In Abu Dhabi haben wir auch gerade eine Baustelle. Das war eines der ersten Projekte. Wir hatten noch gar kein Büro und da gab es eine E-Mail, das war dann irgend so eine zusammengebastelte Studenten-Website so fast. Und da gab es eine E-Mail, hi, do you want to build a villa for me and my sons in Abu Dhabi? Silvana hat gesagt, nee, das ist keine Spam-E-Mail, schreiben wir die mal zurück. Und dann waren wir zwei Wochen später in Abu Dhabi und jetzt ist eine Baustelle draus geworden, ja. Das ist, wie gesagt, hier geht es natürlich um andere Kulturen, um andere, sage ich mal, Elemente, ganz typisch das Mesh-Rabi-Element, wie wir auch hier gesehen haben, dass das Licht filtert, Privacy ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Natürlich das Wasser als zentrales Element und gleichzeitig eben ein neues Raumprogramm wie das Majlis zum Beispiel, wo sich die Familie trifft, beziehungsweise es gibt das Man Majlis und das Woman Majlis. Dort wird im Grunde genommen Champions League geschaut, zu 90%. Und es ist eine andere Kultur. Man geht hier nicht gleich ins Privathaus rein, sondern im Privathaus, also wirklich das eigentliche Haus, kommt wirklich nur die Familie und Freunde halten sich in diesem Majlis-Bereich auf. Auch hier lokale Materialien, hier sieht man ein Detail von diesem Mesh-Rabia, weitere Projekte, Wohnbauprojekte, das ist in Österreich, in Kärnten, am Fakersee, dort geht es natürlich um gewisse, das ist genau das Gegenteil, hier gibt es eine Landschaft, die man zeigen kann, oder wie in Kitzbühel, wo ich vorher gesprochen habe, diese Evolution der Tradition, wie kann man die Tradition aufnehmen, wie kann man das weiterentwickeln in einem zeitgemäßen Kontext bringen, wie bei diesem kleineren Projekt hier in Kitzbühel. Oder wie kann ein Problem zum Potenzial werden? Das ist eine Villa in Südtirol, in Tramin. Dort gibt es einen guten Wein an diesem sehr namhaften Weinberg Kastelatz, Elena Walch, das Weingut. Und diese Villa, die
Hügel oben sich einnistet, aus diesem Landscape, also diesen Mauern herauswachsen soll. Und gleichzeitig das Problem, dort gab es, als wir das erste Mal dort oben standen, das Problem mit dem Wind, der kommt vom Gardasee rauf, die Ora. Der Bauherr hat gemeint, man kann sich nicht im Außenbereich aufhalten, ist so, dort pfeift der Wind um 4 Uhr nachmittags rein, deswegen haben wir diese Schleife gebildet, die in diesen Innenhof bildet, wo man dann windgeschützt draußen sitzen kann. Wie gesagt, bei uns geht es nicht immer um Maßstab, das sind eine Installation für Interni in Mailand, im Zentrum, eine Holzstruktur aus 1600 Holzsticks, wer schon mal da war auf dem Salone, der war wahrscheinlich auf einigen Partys, deswegen haben wir hier noch eine Bank eingebaut, eine Sitznische links und rechts, die war dann immer voll, weil die Leute so müde waren vom Party machen am Tag zuvor. Projekt in Berlin, dort entwickeln wir gerade einen Masterplan, den kennt kein Mensch, den kennt auch nicht der Berliner, den Stienitzsee. Dort gibt es nämlich noch gerade nichts, aber wir sind dabei. Es wird auch ein Projekt von Chipperfield geben in Kollaboration für ein Museum und es wird ein neues Cultural Hub außerhalb von Berlin, auch mit namhaften Künstlern zusammen. Im September wird es da mehr davon geben. Dort gibt es auch wieder das erste Projekt von uns, das war eigentlich eine Villa, wie wir da reingekommen sind. Die entwickelte sich eigentlich auch aus einem Kontext, industriellen Kontext raus. Dort gibt es das Tonloch und die Ziegelei. Unser Standort für die Villa ist genau, wo die alte Ziegelei war. Und wir haben eigentlich im Grunde genommen dieses Stück aus der bestehenden Halle so quasi rausgeschnitten mit diesen Satteldächern. Und das ist genau die Position von unserer Villa, die das dann übernimmt. Wie gesagt, es geht um Tradition, es geht um Evolution in unseren Projekten und um Kontext. Was ist Kontext? Also Architektur geht für uns weit über den rein physischen Kontext hinaus. Architektur ist beeinflusst durch, oder wie gesagt, was man hier sieht, ist eigentlich das physische Projekt, ja, die Eisspitze sozusagen, was dahinter ist, kennen die meisten nicht. Ja, nicht nur die Arbeit, die dahinter ist, sondern auch, wie Projekte beeinflusst werden. Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Natürlich gibt es diesen kulturellen Einfluss, geografischen Einfluss, politisch, ökonomisch, technologisch und natürlich auch vernakulär, oder was ist vernakulär? Vernacular Architecture, vernakuläre Architektur. Das ist eine Ausstellung von Bernard Rudowski in den 60er Jahren in New York, die hieß Architecture Without Architects, wo er im Grunde genommen eine Zeit analysiert, in der es den klassischen Beruf des Architekten noch gar nicht gab. Man hat lokal gebaut, mit lokalen Materialien, mit lokalem Know-how, das auch nicht zu unterschätzen ist. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Marc-Antoine Logier, einer der ersten wirklichen Theoretiker der Architektur, mit seinem Konzept, der primitiv hat, der eigentlich das anthropologische Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur analysiert hat. Und da bin ich wieder bei unseren Projekten, das ist uns sehr, sehr wichtig und wir werden es jetzt auch gleich sehen, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur. Und manchmal fragen wir uns, wollen wir eine Tradition oder wollen wir eine Revolution? Und diese Frage versuche ich am Ende zu beantworten. Klassische Moderne, alles sieht gleich aus, es gibt keinen geografischen Kontext mehr. Es ist so globalisierte Architektur, die für einen Markt funktionieren muss, egal wo sie ist. Das sind Beispiele von früher. So sieht es heute aus. Und das ist genau unser Ansatzpunkt. Es war die Biennale, die Eröffnung, dort waren sicher einige von Ihnen, Rem Koolhaas. Diese Decke, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, also die kennen wir auch allzu gut, und heute ein Bürogebäude baut mechanische Entlüftungen. Man geht hier zur Gemeinde, keiner kennt sich aus, 100.000 von DIN bis in Mailand oder in Italien gibt es was anderes. Und, ja, keiner kennt sich mehr aus. Früher hat man das mit einfachen Wind Towers gelöst, ja, da braucht man nicht 2 Meter starke Decken, beziehungsweise war das mechanische Entlüftung, das sind Sachen, die uns interessieren. Vernakulare Architektur, wie hat man gebaut, wie kann man dieses intelligente Bauen in eine Evolution führen? Und dazu komme ich jetzt zu den eigentlichen Hospitality-Projekten.
Ja. Also eines ist jetzt kein Hotel, das ist eigentlich eine Berghütte. Das war ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben, auch als wir das Büro eröffnet haben. 2015. Das ist in Südtirol, in einem Skigebiet, auch wunderschön zum Wandern im Sommer. Als wir das Projekt angefangen haben, das sind dann eigentlich so die klassischen Images, mit denen wir anfangen, die Geschichte zu analysieren. Natürlich komme ich aus Südtirol, deswegen kenne ich diesen Stil oder diese Holzbauten schon relativ gut. Den Wettbewerb haben wir dann gewonnen, und ich sage immer, Wettbewerb gewinnen mit relativ einfachen Ideen. Diese Berghütte mit diesen drei Ausrichtungen, wie ein fallender Baumstamm, der sich an die drei Hauptberge Schwarzhorn, Weißhorn und Zanken ausrichtet. Deswegen diese drei Fenster, die sich nach außen öffnen. Man kommt dort mit dem Lift drauf, auf ca. 2000 Metern. Man sieht den Lageplan von unserer Berghütte mit der Terrasse. Das ist dann der gebaute Kontext. Also wir haben das Projekt gewonnen. Der Bauherr hat uns auch gefragt, habt ihr schon mal auf 2000 Metern gebaut? Wir haben gesagt, ja, haben wir was gemacht? Haben wir natürlich nicht. Dann gesagt, ja, probieren wir es mal mit denen. Und wir hatten Glück, also ist dann dazu gekommen. Das ist dann das gebaute Berg. Hier gab es auch nochmals einige Richtungsänderungen. Man sieht ja die drei Berge, die ganze Berghütte ist eigentlich ein bisschen nach rechts verschoben worden. Denn in der Oberrecken AG, das sind die Skiliftbesitzer, da gab es zwei, die meinten, dahin ist die Mendel, das ist ein anderes Gebirge, die meinten, das ist viel wichtiger wie die drei, deswegen haben wir das alles nochmal nach rechts geschoben, die sieht man jetzt nicht, hier ist es neblig. Und von außen ist es dieses, sag ich mal, klassische Satteldach, eine Holzstruktur mit diesen drei Öffnungen. Das Traditionelle oder die Evolution der Tradition, glaube ich, erfährt man, wenn man in den Innenraum reingeht, mit diesem Konzept. In Südtirol gibt es die Stube, die kennen die meisten von euch. Das sind diese kleinen Räume, wo meistens ein Kachelofen drinnen steht. Für uns war das eine Open-Space-Stube, also das alles zu öffnen, komplett den Raum, trotzdem diese Nischen zu haben, wo ich diese Verbindung mit der Natur habe, aber trotzdem noch diese Privatsphäre. Man sieht auch diese Scheibe, diese Wand, die ganz klar die Funktionen trennt, hier, wie man hier sieht, vom öffentlichen Restaurant zum privaten Bereich, also Küche. Und Struktur ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in unseren, ich glaube, in allen unseren Projekten. Hier sind wir dann schon auf der Baustelle. Natürlich ist es nicht einfach, auf 2000 Metern zu bauen, deswegen wurden diese ganzen Holzelemente vorgefertigt, angeliefert und dann komplett verbaut. Ja, ich komme aus einem Zaha-Hadid-Büro. Für uns ist es relativ unwichtig, mit parametrischen Tools zu entwerfen. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Für uns sind parametrische Tools da, um Geometrien zu verbessern, zu optimieren, Sachen zu testen, nicht zum Entwerfen. Das sind für uns reine Tools oder eben Prototypen zu entwickeln, wie eben hier. In dem Fall haben wir für dieses Projekt auch die ganzen Möbel gezeichnet. Wir sind in Mailand, dort gibt es natürlich jede Menge Möbel. Da hatten wir auch einige Meetings, aber dann irgendwie war es doch nicht das Richtige. Und dann haben wir den klassischen Südtiroler Stuhl mit einem Tischler vor Ort modifiziert und den dann gebaut einfach. Auch hier wieder lokale Materialien, Loden, ganz, ganz wichtiges Element auf dieser Sitzbank. Das war auch ein lustiges Thema, dieses Betonbecken auf 2000 Meter raufzubringen. Das war eine lustige Angelegenheit. Ein bisschen haben sie geflucht, aber dann waren sie alle happy. Und hier nochmals diese Struktur, diese Betonscheibe, die dieses Detail dann trennt, also diesen öffentlichen Bereich vom privaten Bereich und gleichzeitig trennt diese Scheibe auch oberirdisch von unterirdisch, also wo das dann reinwächst. Also hier sieht man diese Nischen, diese Aussicht dann zur Berglandschaft. Das sind jetzt einige Projekte, die ich zeige. Das sind eigentlich radikale, und jetzt sind wir wirklich im Tourismus, Tourismusprojekte, die wir gerade entwickeln mit einem Startup aus München in der Alpenregion. Die Treehouses an verschiedenen Locations, wo es einmal darum geht, das Thema Nachhaltigkeit klarerweise, aber auch muss es immer das klassische Hotel sein. Wir kennen das ja alle, fahren in die Garage rein, mit dem Aufzug rauf, bin in der Lobby, gehe ins Restaurant, gehe dann ins Zimmer. Braucht es das immer oder kann ich mir vorstellen,
dass ich, wenn es mal regnet oder ein bisschen schneit, auch von diesen Treehouses dann in zum öffentlichen Bereich beziehungsweise zur Bar, zum Restaurant gehe, könnte das auch funktionieren. Wir sprechen heute von Experience. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir vom Tourismus sprechen, für uns zumindest diesen Slowdown-Tourism, also nicht dieses More is More, das auch in Südtirol gab vor 20 Jahren. Und in Verbindung, wie kann man diese Treehouses dann mit einem öffentlichen Bereich verbinden? Das kann eine Berghütte sein in dem Fall, die dann als Restaurant fungiert. Das ist ein Beispiel in Deutschland. Dort wieder ganz klar der lokale Kontext, die Bauweise und ganz klar die Tradition. Das ist eines der wichtigsten Häuser in Baiersbronn. Und unser Projekt, das sich ganz klar aus der Geschichte heraus entwickelt, aus dieser, also die Evolution der Tradition wieder. Das ist das Bergrestaurant, Innenbereich, Restaurantbereich mit dann dem Bar-Lounge-Bereich, also im Obergeschoss. Und wie gesagt, es geht um dieses, glaube ich, diese Verbindung, wie ich vorher schon erwähnt habe, von Mensch und Natur, dieses Slowdown, also mal runterkommen. Ich bin immer ich hasse runterzukommen, diese maximale Verbindung mit der Natur zu erleben. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem Projekt und in dieser cocoon-artigen Struktur rauszuschauen, sich dort wohlzufühlen und runterzukommen, glaube ich. Also das sind alles schon eher radikale Tourismusprojekte, die sind auch nicht immer so einfach durchzusetzen, weil was ist schon ein Baumhaus rein urbanistisch, das ist man dann beim Gemeindetechniker diskutiert, ist das jetzt ein Haus oder ein Hotel oder eine Wohnung oder was soll das eigentlich sein? Das ist dann natürlich überfragt, aber es geht schon. Also man kommt da schon irgendwie dann weiter. Das ist ein ähnliches Konzept in West Virginia in US, an einem privaten See mit einem riesen Waldgrundstück. In dem Fall sind es eigentlich eine Art Service Departments, die man mieten kann. Genau, also dieses Feeling wieder im Wald mit dieser Verbindung von Mensch und Natur dann spüren soll. Eines auch unserer ersten Projekte, das waren die Mirror Houses, das ist eigentlich so der Prototyp von diesen Treehouses, wenn man so möchte. Das waren auch Service Apartments oder sind Service Apartments. Wir haben hier einen Kunden in Südtirol, der in diesem Bauernhaus, das sieht man hier in hellgrau schraffiert, der hatte eine Kubatur übrig und wollte eigentlich zwei Einheiten bauen, minimum, also ganz, ganz klein, 40 Quadratmeter. Und die waren in seinem Garten, da hat er einen Pool und da meinte er, ich habe diese Kubatur, aber ich will die eigentlich nicht sehen. Und die haben sich die Richtung Norden ausgerichtet zum Pool. Deswegen haben wir die komplett mit einer Glasfassade verschwinden lassen, also eigentlich wie eine Art Kunstwerk im Garten, also zum Pool hin. Da sieht man auch das Poolhaus, das sich spiegelt und noch ganz links das alte Bauernhaus. Diese Dualität der Fassade, also das ist ein Detail von diesen Mirror Houses. Da gab es übrigens auch lustige in der Gemeinde. Daneben ist der Bozener Flughafen, der seit, jetzt funktioniert er wieder, es gibt wieder Flüge nach Südtirol, aber der war dort 15 Jahre lahmgelegt. Dann gab es schon große Diskussionen, dass die Flieger abstürzen, die werden dort geblendet von dieser Glasfassade. Es wird irgendwelche Katastrophen geben. Das sind so die täglichen Gespräche, die man hat. Hier in dem Fall ist es ein Holzbau wieder. Ja, welcome to the Dolomites. Jetzt möchte ich noch zwei Hotelprojekte zeigen. Das erste ist in Kastelruth in Südtirol ebenfalls, auch in Südtirol. Ich glaube, die letzten 10, 15 Jahre hat sich in Südtirol sehr, sehr viel getan, also architektonisch. Die Situation früher war, dass der Hotelier seinen klassischen Hausarchitekten hatte und alle 10 Jahre irgendwas rangebastelt hat, also so 70er, 80er, 90er, dann noch ein Pool rein und ein Restaurant und so weiter. Genau das gab es auch bei diesem Hotel, das ist das Hotel Skagula in Kastelruth auf der Seiser Alm, dort war vielleicht schon jemand von Ihnen mal. So sah das Hotel vorher aus, ein Kitsch aus mehreren Epochen. Wir sind dort zum Wettbewerb eingeladen worden, mit dem Hotelier, also mit dem
Gottfried gesprochen, was er dann möchte. So, da meinte er so, ja, wir müssen einfach, der Nachbar hat gerade umgebaut, der hat gerade noch einen Pool rein und noch 3 Saunas, wir müssen jetzt Gas geben und noch mehr Pool und noch mehr Sauna und more is more Tourism schaffen. Dann meinte ich, wieso er uns da eingeladen hat. Er meinte, er hat halt mal von uns gehört und wir sollten mal was, irgendwas machen. Und haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Und er hat gesagt, ja, okay, dann waren wir da beim Glas Wein und haben gesagt, ja, dann machen wir halt was anderes. Und wir sind dann eigentlich mit einem ganz, ganz einfachen Thema gekommen. Und unser Thema war ganz einfach, den Berg wieder in das Haus zu bringen, das es vorher eigentlich nicht mehr gab, in diesem Kitschhaufen sozusagen. Das war dann unser Wettbewerbsbeitrag. Wir haben das ganze Projekt auch aufgestockt um ein Geschoss. Der jungen Generation hat sehr gut gefallen. Die alte muss jetzt noch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist dann das realisierte Projekt, also diese Transparenz einmal ganz klar zum Dorf hin, das Projekt komplett zu öffnen. Das sind die Verkehrsflächen bzw. Reception Richtung Norden. Und dann diese Lodgers, die sich nach Süden ausbilden, gleichzeitig einen natürlichen Sonnenschutz bilden. Dahinter sieht man noch die Dorfkirche von Kastelruth. Hier sieht man einige Zimmer, die Details. Also hier war es uns ganz, ganz wichtig, eine reduzierte Sprache zu finden mit lokalen Materialien. Da gibt es nur ein Holz im ganzen Haus, das ist Kastanie. Das ist ganz, ganz typisch. Vielleicht kennen ihre von euch Dürkelen. Also die Kastanien, das ist hier gleich in der Nähe von Barbien, das sind alles Kastanienbäume. Das haben wir mit einem lokalen Tischler dann entwickelt. Und der Sohn Martin, das ist ein Fotograf in Genf, mittlerweile in Basel, der hat dann für die öffentlichen Bereiche diese wunderschöne Kunstwerke, also diese Fotos gemacht. Der war dort Wochen in den Bergen, irgendwo im Tirscher Alpel und im Grödental, Seiser Alm, und hat diese Berglandschaft dann in das Hotel reingebracht. Also Grundrisse, glaube ich, brauchen wir jetzt da nicht länger zu sprechen. Wieder das Thema Struktur, das Exoskelett, das uns sehr, sehr wichtig ist in unseren Entwürfen, diese verjüngte Struktur, und wieder das Thema Berg, das Dolomitgestein, diesen Kalkputz in der Fassade umgesetzt und interpretiert. Und eigentlich diese einfache Skizze, wieder diese Logik der Fassade, Norden oder Nordwest, Nordost, Entschuldigung, versus Süden, also diese verjüngte Struktur, die sich je nach Programm und je nach Orientierung dann verändert. Hier noch einige Fotos vom Innenbereich, die Zimmer alle sehr, sehr offen gestaltet, auch hier viel Licht und diese Öffnung ganz klar zum Berg hin. Hier sieht man noch den Barbereich, einige Details. Auch hier den Reception Desk, lokaler Stein, der da mit Wasser im Detail, mit Watercut bearbeitet wurde, wieder dieses Schroffe, diese Materialität vom Berg reinzuholen, auch im Barbereich. Genau. Hier noch ein paar Details. Also ganz kurz, was uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Weiterbauen. Ich glaube, das war bei dem Wettbewerb ganz, ganz wichtig, denn die meisten Bewerber haben das einfach runtergerissen, das Haus, und neu gebaut. Wir haben gesagt, wir bauen weiter. Das heißt, wir bauen mit der bestehenden Struktur, das heißt Decken, Wände, wir behalten das bei und setzen einen Holzbau drauf. Nicht nur wegen der Leichtigkeit, vor allem wegen den 4 Monaten Bauzeit, die jeder Hotelier in Südtirol ausnutzt. Das ist effektiv so. Wir haben zur gleichen Zeit unser Büro in Mailand vergrößert. Das hat ungefähr doppelt so lange gedauert für die paar Quadratmeter. Und ja, also das ist uns ganz, ganz wichtig, glaube ich, bei diesem Thema, das Thema Weiterbauen. Es muss nicht immer abgerissen werden, es kann weitergebaut werden. Das ist möglich. Es ist möglich, auch in einer gewissen Zeitspanne von 4 Monaten das zu realisieren, mit einem hohen Vorfertigungsgrad, mit, ich sage immer, super Handwerkern, die gibt es in Südtirol, also die sind dort vorhanden, die wissen, dass der Hotelier die Wintersaison schließt und zu Ferragosto im August wieder öffnen möchte. Und ja, hier noch einige Beispiele, einige Fotos, die wir schon gesehen haben. Das war ebenfalls ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Hotelprojekt im Pustertal, im Eranzen. Hier geht es um diese
wieder diese Tradition, den klassischen Stadel, diese vernakulare Architektur aufzugreifen, neu zu interpretieren, den Maßstab aufzugreifen der umliegenden Höfestrukturen, die das Hotel aus diesem Maßstab sozusagen herauszuentwickeln. Und jetzt bin ich gleich fertig. Ich kriege da schon ein Zeichen. Hier geht es um traditionelle Patterns, die wir dann in Struktur umgesetzt haben, wieder das Thema Exoskeleton, tragende Struktur für diese Balkone. Gleichzeitig kommt der Bauherr aus der Landwirtschaft. Da gab es dann noch diese Referenz für die Fassade dieses Hotels. Auch hier 3 Monate Bauzeit, 3,5 Monate Bauzeit während Corona. Dort gab es zu dieser Zeit in Italien ein Gesetz, dass von jeder beteiligten Firma nur 3 Leute gleichzeitig vor Ort bauen, also an der Baustelle sein durften. Die Baufirma, die baut das Jahr 20 Hotels. Die Bauarbeiter, die waren so gelangweilt zu Hause. Die haben gesagt, ich halte es nicht mehr aus zu Hause. Wir machen Nachtschicht. Dann gab es also eine Tagesschicht und eine Nachtschicht, die irgendwie von 12 Uhr nachts, also von 12 Uhr abends bis 8 Uhr in der Früh ging. Also die haben die ganze Nacht durchgearbeitet. In der Früh kamen die nächsten 3. So ging es weiter. In 4 Monaten während Corona mit 5 Leuten pro Firma haben wir das umgesetzt, dann war das Hotel fertig und natürlich keiner da, weil natürlich strikte Einreisebedingungen waren, aber irgendwie der Hotelier hatte einfach, nee, das muss jetzt fertig werden, weil alle machen es in 4 Monaten, wir machen es auch, auch wenn wir gesagt haben, ja, es wird eh keiner kommen, so war es dann auch, aber das ist ein anderes Thema. Nochmals diese Hülle, diese Lärchenfassade, dieser Kontrast zwischen innen und außen, diese dunkle Lärchenfassade mit diesem Kontrast zum Innenbereich, hier sieht man den Barbereich, das ist der Poolbereich. Nochmals Barbereich, das ist ein lokaler Psyro-Gneiss-Stein für diese Bar, den wir hier verwendet haben. Noch ein paar Impressionen von den Zimmern. Der Pool, die schöne Aussicht. Und ich habe ganz am Anfang gefragt, ob wir eine Tradition wollen oder eine Revolution. Und ich glaube, es ist eine Evolution, wie schon ein paar Mal erwähnt. Vielen Dank. Dankeschön. So, Sie dürfen nicht von der Bühne gehen, sondern Sie dürfen sich hinsetzen. Okay. Und ich möchte Frau Wagner und Frau Gregorius auch noch auf die Bühne bitten. Also die Bauzeit, das hat mich jetzt wirklich sehr beeindruckt. Das finde ich ist auch ganz schön, wie wir hier so sitzen. Wir haben hier Bauzeit 4 Monate, während der Zeit, wenn keine Saison ist. Und wir haben hier ganz außen die Bauzeit 10 Jahre. Das ist die Projektzeit. Projektzeit, aber die Bauzeit wird ja auch eher so, naja, 4 Jahre werden es am Ende sein. Mhm. Ne? Ja, also der Besitzer, das Estrel, der zukünftige Besitzer, oder also der Investor, hat 2010 ungefähr angefangen, über dieses Projekt nachzudenken. Ja. Und der Wettbewerb war 2014, jetzt haben wir 23 und wir haben ja gesehen, wie es ist. Also 2014, da sind wir gerade übrigens Fußball-Weltmeister geworden. Das stimmt. Ist schon sehr lange her. Wie ist das denn, wenn man so ein Projekt so lange begleitet? Träumt man dann in Estrel? Ja, also doch, es gibt viele Dinge, die man dann sehr, sehr oft erzählt hat, auch wenn man sich allein schon anguckt, wer da alles dran mitgearbeitet hat, das ist natürlich auch so eine, kommt einiges zusammen und es gibt auch viele Dinge, die sich so oft geändert haben, dass man gar nicht mehr weiß, was wird es denn jetzt eigentlich. Aber es geht voran. Ich glaube, man sieht schon, die Evolution ist klar und das ist auch das, was es immer wieder antreibt. Und ich habe es ja auch erzählt, wir kennen eben dieses Arbeiten mit Campus, im Campus mit verschiedenen Bauteilen und eben über die langen Zeiten. Das ist, glaube ich, was uns doch... was wir gerne machen.
Wir haben ja auch gesehen, das Projekt hat sich verändert in Corona. Da sind diese Apartments dazugekommen oder beziehungsweise man hat darüber nachgedacht, wie man das Gebäude so strukturieren kann, dass man es auch anderweitig nutzt. Das war ganz klar ein Aspekt, der dann da nochmal dazugekommen ist, dieses Denken in noch mehr Bausteine, noch mehr Flexibilität, dass man also sowohl die Büroetagen als auch die Service Apartments sind in der Zeit dann dazugekommen, ja. Das ist ja, finde ich, total faszinierend, wenn wir darüber nachdenken, also wie wir uns in der Corona-Zeit über Tourismus unterhalten haben. Ja, man dachte ja irgendwie, das ist die totale Disruption. Danach wird alles anders sein. Ja. Wir werden nicht mehr von den Business-Trips von Hamburg nach Köln, die wird es nicht mehr geben. Und es wird auch viel mehr Tourismus in der Nähe geben. Und ja, es wird alles anders sein. Und jetzt, ne, also ich habe jetzt gerade nachgelesen, in Südtirol, da sagt der Südtiroler Landesrat für Tourismus, wir haben das Limit erreicht, also für 22. Das Limit an Ressourcen, das Limit an Verkehr, das Limit in Sachen Wohnungsnot. 532.000 Menschen leben dort und es gab 2022 34 Millionen Übernachtungen. Also es brummt wie nie zuvor und man sagt, man will jetzt wieder zurück auf das Niveau von 2019. Das ist jetzt das Ziel. Mhm. Und ja, wie kann man da, also dass das nicht gesund ist, ist uns, glaube ich, allen klar. Wie kann man da als Architekt, als Architektin zu verträglichen Tourismus beitragen oder kann man das gar nicht, weil man am Ende einer sehr langen Kette von Entscheidungen steht und im Grunde dann nur noch das Haus dahin baut, das gewünscht wurde? Frage ich Sie. Naja, also die letzten, in Südtirol ist es schon so, dass vor 20 Jahren hat halt jeder Bauer sein landwirtschaftliches Grün in eine Tourismuszone umgewandelt und dann hat halt jeder irgendwie vom geschlossenen Hof auf Urlaub auf dem Bauernhof auf dann irgendwie Hotel umgeschwenkt so und es ist halt auch nicht alles jetzt so toll gewesen, also immer, also auch was an Hotelprojekten dann sozusagen in die Landschaft reingestampft wurde, wenn man das mal so sagen kann. Jetzt ist die Situation extrem radikal. Es gibt dort, also wir sind ja in Mailand, aber ich kriege es halt von Kollegen natürlich täglich mit, dass es gibt ein neues Landesgesetz, das die totale Konfusion ist, also wo sich keiner mehr auskennt, auch nicht die, die das Gesetz gemacht haben. Und es ist eine schwierige Situation, weil dort gibt es zurzeit einen Bettenstopp. Das heißt, es dürfen keine neuen Betten mehr dazukommen. Und das ist dann natürlich schon schwierig für eine neue Generation, einen kleineren Betrieb, die ein kleines Haus haben, die mit 20, 25 Zimmern heute nicht überleben können, also mit der Konkurrenz in Südtirol. Und die überlegen sich dann irgendwo, ja, also machen wir was anderes, so irgendwie, wie jetzt noch da weiterzumachen im Familienbetrieb. Und das finde ich wiederum schade. Also es braucht irgendwo den Ausgleich irgendwo. Es ist extrem schwierig, aber das, ich meine, es ist in Deutschland nicht anders. Das war ein Freund von mir, der war früher der Direktor vom Vierjahreszeit in München, die hatten vor 2 Jahren die Bar zu, weil es kein Personal gab. Es gibt in Südtirol kein Personal, also es gibt nicht mehr die junge Generation, die sagt sich, wieso soll ich Samstag, Sonntag in der Küche stehen bis 12 Uhr abends, also machen sie nicht mehr, will keiner mehr. Wenn man heute ein Hotel plant, dann ist die erste Sorge des Hoteliers die Aussicht für die Personalzimmer, weil sonst kommen die nicht mehr. Also die hat man früher in den Keller runtergesteckt, so, also hart gesagt, so mit einem Fenster, irgendwie, wo ein bisschen Licht reinkam, noch über einen Schacht. Heute ist die Frage, wo sind die Personalzimmer mit Aussicht? So, was ich gut finde, also es soll jetzt keine Kritik sein, aber das Problem ist der Personalmangel einmal, also die Fachkräfte, die gibt es nicht mehr. Und wie gesagt, also es wird eine spannende Entwicklung jetzt gerade in Südtirol, wie das jetzt weitergeht. Dort. Aber nochmal zu meiner Frage, was kann der Architekt oder die Architektin sozusagen beitragen,
zu verträglichem Tourismus oder geht das? Na, relativ wenig, weil der Architekt ist von der Politik dazu bestimmt, Landesgesetz oder egal in Italien, wo gibt es einen Tourismusentwicklungsplan, der aufgestellt wird und der Architekt ist eigentlich dann verpflichtet, also das waren ja nicht wir als Architekten, also das ist irgendwo, gibt es eine Tourismuszone, was dann schon schade ist, dass es teilweise so radikal wird, dass es dann wirklich politisch, also gibt es genügend Fälle, wo Bauherren eine Tourismuszone erwerben, also die schon seit 20 Jahren Tourismuszone ist eigentlich und die dann das Recht haben, was zu machen, aber dann von der Politik so abgewürgt werden, also sprich Landesfachbeirat, dass sie irgendwann nach 2 Jahren die Lust verlieren und sagen, nee, also mir reicht's. Ja. Okay, nochmal Stichwort Sozialverträglichkeit. Das hatte ich anmoderiert sozusagen, wir haben dann aber gar nicht, oder Sie haben gar nicht drüber gesprochen. Ich würde das ganz gerne einmal noch mal kurz aufgreifen, weil ich, als ich Serviced Apartments hörte, dann erstmal dachte, oh, ist das nicht auch so wie Airbnb und die sind dann schuld, dass alles gentrifiziert wird? Und danach habe ich Sie gefragt und ich würde gerne Sie bitten, hier das noch mal zu beantworten. Genau, also definitiv unsere Welt, die Serviced Apartments, hat halt nichts mit dem Airbnb-Angebot zu tun. Ja? Also das ist etwas, wo wir auch eine ganz klare Distanzierung halt wollen und wir auch wollen, dass die Menschen verstehen, dass das ein Vergleich von Äpfel mit Birnen ist, was da stattfindet. Deshalb eigentlich auch so ein bisschen dieser Versuch, über die Charta des temporären Wohnens diese Konzepte vernünftig einzusortieren, was natürlich nur bedingt gelingt. Und wir haben die Situation, wir haben viel zu wenig Wohnraum, ja, wir haben eine starke Regulierung, wir haben erfinderische Menschen, die immer Wege suchen, sozusagen bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu umgehen. Und natürlich sollen einfach solche Regularien wie eine Mietpreisbremse und so weiter jetzt dann halt auch umgangen werden. Das wurde wirklich teilweise wirklich übertrieben. Ja, von daher ist es jetzt eigentlich nicht überraschend, ganz ehrlich, dass wir jetzt gerade letzte Woche diesen Vorstoß auch hatten, dass eine Vorlage beim Bundesrat eingereicht wurde zur weiteren Regulierung vom möblierten Raum, ja, vom temporären Wohnraum. Und es ist etwas, was zum Beispiel Marc Werner von Hogan Lovells, der sehr aktiv bei uns im Segment als Rechtsberatung unterwegs ist, schon vor 2 Jahren bei einem unserer Kongresse vorausgesagt hat, gesagt, es wird diesen Bereich des temporären Wohnens bald nicht mehr geben. Da waren alle, wow, wie kann das denn sein? Also das, ne, das kann ja nicht verschwinden. Aber letztendlich ist es halt ein Thema, was wir gerade so ein bisschen erleben und es wird sehr spannend, wo das einfach auch hingeht, weil wir finden das natürlich schon ein politisch sehr brisantes Thema einfach auch. Und wir wünschen uns diese ganz klare Abgrenzung, weil ganz klar, wir sind dagegen, dass Wohnraum zweckentfremdet wird. Wir sind dagegen, dass sozusagen Wohnungen der eigentlich Bevölkerung entzogen wird, aber wir brauchen natürlich temporäre Aufenthaltsorte, ja, weil ich habe es vorhin ja nur ganz kurz angerissen, weil es natürlich die Kürze der Zeit gar nicht hergegeben hat, aber die Lebens- und Arbeitsformen sind andere geworden, ja, und das braucht einfach moderne Wohnformen und dafür braucht es auch temporäre Wohnunterkünfte und diese Begriffe sind im Moment in der Baunutzungsverordnung überhaupt nicht verankert, weil als die Bauordnung geschrieben wurde in den 60er Jahren, gab es Thema halt einfach noch gar nicht. Ja? Und es ist etwas, wo wir halt auch versuchen, wirklich diese Begrifflichkeiten dort reinzubekommen, damit wir ein anderes Verständnis dafür bekommen. Ja? Weil wir kämpfen tatsächlich immer noch mit solchen Ansätzen, wo es heißt, okay, wir gucken mal, was ihr da macht. Okay, ihr habt eine Küche drin, ihr seid wohnen. Das kann nicht der Ansatz sein. Da muss ein ganz anderes Verständnis her und es muss ein Verständnis dafür her, dass das, was jetzt, sage ich mal, der bei Airbnb vermittelt sozusagen, ein anderes Produkt anbietet, als das, was professionelle, sage ich mal, wohnwirtschaftliche, temporäre Wohnkomplexe sind. Okay. Ich würde gerne noch mal ins Publikum fragen, ob es in den Vorträgen etwas gab, wo Sie noch mal nachhaken würden, auch wenn wir jetzt über was anderes geredet haben. Oder sehnen Sie sich alle danach, mit einem Glas Wein dort unten zu stehen? Ich brauche kein Mikro, glaube ich. Ich habe eine Frage jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Also, das Thema zirkuläre Wirtschaft, inwiefern ist das ein Thema in Ihren Firmen, also jetzt sowohl in der Planung als auch in der Beratung von Getreide? Ist da Zirkularität ein Thema? Wenn nicht, warum nicht? Hat einfach noch niemand danach gefragt? Oder gibt es viele Gründe, warum das?
angefangen? Also was war der erste Impuls, was war der erste Schritt? Und was haben Sie damit schon erreicht? Wer möchte? Also für uns geht die Antwort relativ schnell tatsächlich, weil wir in der Beratung halt nicht mit Bauthemen betraut sind, sondern wir tatsächlich uns die Marktthemen halt anschauen, Standorte analysieren und Konzepte einfach entwickeln. Aber rein wirklich konzeptioneller Art, natürlich streifen wir immer wieder natürlich das Nachhaltigkeitsthema, weil es geht gar nicht ohne. Aber diesen gesamten baulichen Ansatz, die Architekturthemen, das ist definitiv nicht Teil unserer Beratungstätigkeit. Ja. Das betrifft ja nicht nur das Bauliche, das betrifft ja auch Ausstattung. Mobiliar, wie reparabel ist es, wie ausbaufähig ist es, wie wiederverwendbar ist es, also das betrifft jetzt nicht nur Bauliche, sondern das gibt jetzt kein Detail, das zum Auch das ist jetzt ein Part, den wir nicht nehmen. Da haben wir, wie gesagt, unser Netzwerk, wo wir gerne mit Architekturbüros zusammenarbeiten und empfehlen, wo wir auch wissen, dass diese Nachhaltigkeitsaspekte sehr wichtig sind. Ich habe vorhin das Black F beispielsweise gezeigt. Es gibt ein paar Vorzeigemarken bei uns im Segment, die das schon wirklich komplett in ihrer Marken-DNA auch drin haben und was auch richtig ist und was auch nur die Zukunft sein kann. Ja, aber auch sage ich mal, eine reine Raumplanung wir jetzt nicht vornehmen. Frau Wagner, können Sie dazu was sagen? Ja, gerne. Also das ist, man muss natürlich auch als Architekt immer einschränken, dass man jetzt sozusagen nicht der Eigentümer dann der Immobilie sein wird und auch natürlich jetzt sozusagen die, wenn es um die Zirkularität geht, eben nicht derjenige ist, der dann die Materialien am Ende kauft. Aber wir sind natürlich sehr daran interessiert, wie ich auch gesagt habe, dass eben diese Langlebigkeit uns unglaublich wichtig ist. Also dass man halt Möbel in Hotelzimmern anders herstellt, als man es jetzt vielleicht in dem Mainstream-Markt macht. Und wir dann natürlich auch versuchen, da Anregungen zu schaffen. Aber das hat immer auch viel mit dem Gegenüber zu tun und natürlich auch andere Methoden des Zirkulären, also dass man eben auch die Materialien katalogisiert und dann eben entsprechend solche Systeme nutzt, das sind Aspekte, die uns in der Arbeit beschäftigen. Also wir wollen da auch wirklich angucken, was wir da schaffen und was man da machen kann und sind dann eben auch mit den entsprechenden Partnern da auch in Gesprächen. Ist das an Sie schon mal herangetragen worden? Ja, ich wollte gerade sagen, als Beispiel, ganz ein klassisches Beispiel. Wir haben morgen eine Abgabe für einen Wettbewerb für ein Wohnhochhaus in Mailand. Ja, dort steht im Brief schon drinnen vom Developer, dass sämtliche Decken, tragende Elemente aus Stahlbeton ausgeführt werden sollen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir werden Ihnen das so anbieten, das ist natürlich auch eine Kostenschätzung gefragt, klassisch gebaut, wir werden aber auch eine Option B anbieten, wo man das Ganze als Hybridbauweise machen kann. Ja. Das wird er wahrscheinlich nicht verstehen, weil in Mailand wir nicht in Norwegen sind, rein von der Mentalität her. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht verstehen, weil er einfach unterm Strich bei der Kostenschätzung, und da sind wir jetzt beim eigentlichen Thema, stehen da zwei Nummern, klassisch gebaut, Holzbau. Das eine kostet 10-15% mehr auf einer Projektkosten von 60 Millionen Euro. Da kann man sich schnell unterm Strich ausrechnen. Was man aber sehen muss und wie wir ihn überzeugen zu versuchen werden, ist die Bauzeit klarerweise. Weil wenn ich das ganze Projekt viel, viel schneller bauen kann, vorher verkaufen bzw. vermieten kann auf circa 200 Wohnungen, wenn ich an der Baustelle, sage ich mal, also viele kleinere Dimensionierung habe von Fundamenten, weil der Holzbau viel, viel leichter ist wie der klassische Bau, man muss da natürlich eine Holzbaufirma, die werden wir mitnehmen, dort einbringen, das vorzubringen. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, aber da bin ich jetzt beim eigentlichen Thema. Wieso trinken wir noch aus Plastikflaschen? Wieso können wir nicht, also wieso gibt es die noch und wieso sind wir während Corona-Zeiten alle zu Hause gesessen? Das ist die Politik, ja? Die hat uns zu Hause gelassen
und es gibt eine Politik, die uns erlaubt, dass wir noch aus Plastikflaschen trinken. Und wir Architekten sind, aber da hatte vorher eine kurze Diskussion, wir sind dafür verantwortlich, den Bauherrn in stundenlangen Meetings zu erklären, nachhaltig zu bauen, ja, wenn das die Politik machen würde. Das heißt, viel radikaler noch, und das geht so nicht, weil die Politik nicht will, weil dahinter natürlich eine Lobby ist, das ist ganz klar. Dann sind wir bei der Frage, wieso, also wie kann man das, dieses Thema vereinfachen, dass es nicht immer nur auf uns fällt und in stundenlangen, wochenweisen Meetings jemanden zu überzeugen, das kostet zwar mehr, aber unterm Strich ist es energieeffizienter, unterm Strich ist es ressourcensparender, unterm Strich und so weiter und so weiter. Also ich glaube, wir brauchen doch eine Revolution. Und wie wir die gestalten und am besten voranbringen, sollten wir unten bei einem Glas Wein besprechen. Wie wir da hinkommen und wie das jetzt alles vor sich geht, sagt Katharina jetzt nochmal. Ich habe ganz viele Handzeichen bekommen, dass ich jetzt zum Ende kommen muss, deswegen das ruckartige Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich für meinen Teil bedanke mich schon mal bei Ihnen und bei den wunderbaren Speakern. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch dran als Speaker. Ich weiß gar nicht, ob ihr bewusst so viele Jungprojekte eingebaut habt in die Präsentation. Es war sehr schön zu sehen, auch in deinem Segment, Annette. Und also wenn es noch jemand nicht verstanden hat, wir essen und trinken jetzt was. Und auch wir tatsächlich bei Jung sind stolze Besitzer des Cradle-to-Cradle-Zertifikats auf unsere Produkte. Wer dazu mehr wissen möchte, kann uns gerne ansprechen. Und wir wünschen jetzt allen viel Spaß, gute Gespräche und schön, dass ihr alle da seid.